Hallo, herzlich willkommen im Hengi-Hauptquartier. Ich habe Max dabei und wollte ihm endlich mal eines meiner absoluten Lieblingsspiele von früher zeigen. Ja, hallo. Cool, dass ich freue mich wirklich, dass wir es heute spielen. Ich habe hier die Musik angemacht. Ich weiß nicht, ob das die Regie in den Wahnsinn getrieben hat, dass ich hier bei denen reinfummel. Aber ich dachte, diese Musik macht so gute Laune und wir sind gerade mal im Startbildschirm. Es kann nur gut werden. Und mir ist aufgefallen, ich spiele scheinbar nur Spiele, die gute Musik haben. Ja, so die 7 Billion Humans, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast mit Flo und ja, so. Ja, das ist mein Lieblingsplay im Moment auf dem Sender. Das hat auch so geile Musik. Okay, ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein und du erklärst mir erstmal, worum es in dem Spiel geht. Denn du hast gesagt, es ist dein Lieblingsspiel, es ist das, was du in der Jugend immer gespielt hast. Ja, eher so als Kind, glaube ich. Also ich nehme an, dass ich damals auch vor allen Dingen viel von dem Spiel gar nicht verstanden habe. Aber ich wollte es schon seit Jahren endlich mal wieder spielen. Und du als anerkannter Planespotter bist da letztendlich, glaube ich, genau der Richtige, um sich das mit mir gemeinsam zu machen. Selbsternannter Planespotter? Ich will dir zuerst einmal zeigen, eigentlich ist es ja eine Wirtschaftssimulation. Wir werden gleich auf jeden Fall in die Kampagnen gehen und da was spielen. Aber weil die erste Kampagne so ein bisschen unter Zeitdruck ist, machen wir erst ein freies Spiel, damit ich dir zeigen kann, wie der Flughafen eigentlich ist. Ach, du bist unter Zeitdruck. Okay, ja, ist logisch in der Wirtschaftssimulation. Ja. Ganz kurz, ich habe hier bei mir den Chat offen. Mhm. Ich versuche ein bisschen bei euch reinzugucken. Und aber zeitgleich nicht den Fehler zu machen, wie bei 7 Billion Humans, mich ganz so sehr ablenken zu lassen. Ja. Ich versuche dir auch zu folgen, ja? Das ist gut, aber du musst dir jetzt auch nicht so krass rätseln oder sowas. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie das da alles aussieht. Ich spiele natürlich, wie ich das immer schon vor Jahren gemacht habe. Ich überlege jetzt gerade, es ist bestimmt so 20 bis 15 Jahre her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Mhm. Natürlich spiele ich Tina Cortez, die Fluglinie Sunshine Airways hat. Und CEO davon ist. Das ist der Flughafen. Wir gucken jetzt einmal, jeden Morgen startet der Tag so, dass man zu dem Flughafenleiter ins Büro gehen muss. Und das, die anderen drei Dudes sind unsere Konkurrenten. Und in den einzelnen Missionen. Also die neuen Tycoons. Oh, okay. Sogar übersetzt, ja. Ja. Dann will ich direkt etwas klarstellen. Ich werde hier nicht tun, was meinen Flughafen durcheinander bringt. Also achten Sie darauf, was Sie tun. Gut, das wär's dann. Wir sehen uns morgen früh pünktlich 9 Uhr. Genau, so geht das immer. Und wenn man die Missionen spielt, ist es eben normalerweise so, dass der dann auch immer gerade den aktuellen Zwischenstand durchgibt. Und hier ist unser Büro. Da haben wir folgende Möglichkeiten. Unser Ziel ist es eben, unsere verschiedenen Flugzeuge, die wir haben, möglichst effizient einzusetzen und zu planen, wann die wie fliegen. Und damit entweder viele Passagiere zu befördern oder viele Aufträge an sich auszuführen oder am Ende auch damit richtig viel Umsatz zu machen. Man sieht also hier im Filofax, welche beiden Flugzeuge wir haben. Das ist einmal die Augsburg. Die jetzt gerade in Berlin steht. Ja, unser Startflughafen ist Berlin. Mist, ich hatte den eigentlich noch austauschen wollen und wollte schauen, ob das Hamburg sein könnte. Habe ich jetzt vergessen, machen wir gleich vor der Mission. Erinnere mich da mal dran. Die Augsburg ist ein Flugzeug, was 180 Passagiere befördern kann und eine Reichweite von 6.455 Kilometern hat. Und einen Verbrauch, das ist jetzt noch nicht ganz so relevant, aber eher einen etwas höheren Verbrauch von 4000 Litern pro Stunde. Aber warte mal kurz, du hast das Spiel seit 15 Jahren nicht mehr gespielt und du weißt jetzt noch, dass 4000 Liter pro Stunde ein höherer Verbrauch ist? Kleiner Disclaimer, ich habe mir ein paar Let's Plays angeguckt zu Airline Tycoon, um mal zu gucken, wie andere Leute das machen. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen in die Mission vorgedrungen und habe gesehen, dass das relevant ist. Ich musste mich ein bisschen vorbereiten. Wieso bist du immer so gut vorbereitet? Okay. Ich sitze hier und habe gerade von einer Viertelstunde gesehen, dass ich den Termin habe und mich hier rein. Nein, Quatsch, ja, ich habe natürlich schon seit Wochen gewusst, dass ich hier heute sitze. Aber das ist ja auch völlig legitim. Wieso ist dieser Stuhl eigentlich so? Ich habe dich ja eingeladen dazu, weil ich dir das zeigen wollte. Genau. Ich bin eigentlich auch hier nur für den Chat. Du bist für den Fun hier. Für den Fun. Okay. Also, und damit man sich das merken kann, dass das größere von beiden Flugzeugen ist, die Halle hat weniger Passagiere und hat auch eine geringere Reichweite, benenne ich die direkt mal um. Die Halle heißt Klein und die Augsburg heißt dementsprechend Groß. Also das finde ich nicht so gut. Was denn? Was findest du da? Also Klein und Groß für Flugzeug als Titel. Ja, stimmt, da könnte ich eigentlich ja schon genau deine Hilfe gebrauchen. Wie würdest du... Naja, du könntest dir etwas nehmen, was Eselsbrücken hat. Zum Beispiel könntest du das Flugzeug Jumbo nennen oder sowas für das Große. Ja. Weil, Jumbo 180. Dann ich fliege genau heute mit dem Flugzeug groß. Das ist einfach... Sorry. Das würde dir als Pilot total missfallen, ne?
Ja, keine Ahnung, würdest du dein Kind auch klein nennen? Und wenn es aufwächst, sagst du, na, da jetzt nenne ich dich mal groß. Nee, das kann ich ja nicht umbenennen, das würde ich einfach Kind nennen. Okay. Also, okay, das große Flugzeug heißt natürlich Jumbo 180 und... Natürlich 180, weil ja, 180 weil die Passagiere Basis, ja, 180 okay. sind. Mhm. Wir könnten natürlich sagen 180, 6.455. Ich kann mir auch hier nebenbei Notizzettel machen und das aufschreiben. Ja, das wäre sonst auch noch ganz gut. Denn was am Anfang gerade bei den Missionen super nervig ist, mhm. ist, dass man noch keinen Laptop kaufen kann. Da wird erst im Laufe der Mission freigeschaltet und dann kannst du halt überall vom Flughafengelände aus die Flüge planen. Gleich werden es gab schon Laptops früher? Ja. Aus welchem Jahr ist das Spiel? 1998. Okay. Und wir werden jetzt am Anfang immer nur in unserem Büro latschen müssen, um diese Flüge wieder einzuplanen. Das ist manchmal so ein bisschen enervierend. Okay. Jumbo 180 und klein ist dann, wie heißen denn kleine Flugzeuge? Max. Ja, nenn mal kleine, also auf Jumbo bin ich gekommen, weil ich an Elefanten gedacht habe und dann ein typischer Name für einen Elefanten ist Jumbo. Nee, das, ja. Ja, das stimmt. Wegen Elefanten? Ich bin aber jetzt wegen des Elefanten drauf gekommen. Nimm mal ein kleines Tier und dann nimm den typischen Spitznamen für das Tier. Mausi? Ja, Maus und dann nimmst du, Tom und Jerry. Jerry? Jerry. Okay. Oh. Finde ich sehr gut assoziiert. Jerry 126. Und was habe ich eben genommen? Die Reichweite oder den Verbrauch? Die Reichweite, ne? 3870. Okay. So. Und jetzt haben wir hier zwei Flüge, die wir... Oh Gott, wir haben schon sehr viel Zeit verbraucht, damit diese Flugzeuge umzubenennen. Das war vielleicht... Ach, das geht von unserer Zeit ab. Ja, ja, wir haben hier jetzt schon, wir sind um 9 Uhr im Büro gewesen. Ja. Und wir müssen hier zwei, den Flug auf jeden Fall heute noch machen. Der fliegt jetzt direkt von Berlin nach Zürich, so schnell es geht. Und der hier fliegt meinetwegen auch direkt im Anschluss nochmal. Hier sehen wir jetzt, fliegt es natürlich zurück von Zürich nach Berlin. Im Idealfall suchen wir uns deswegen jetzt... Aber ist das ein Leerflug? Ja, ja, das ist ein Leerflug. Oh, ineffizient. Das ist ineffizient, ja, ich möchte warten. Deswegen gehen wir hier zum Last-Minute-Schalter. Ja. Und gucken, ob es vielleicht Zürich-Berlin gibt. Nein, gibt es nicht. Wir könnten aber natürlich von Berlin nach Wien heute nochmal mit dem anderen Flugzeug fliegen, mit dem Jumbo. Ich denke mal, das ist jetzt am ehesten noch sinnvoll. Und jetzt müssen wir halt wieder zurücklatschen. Boah, du bist einfach voll der Crack, das ist unglaublich. Wieso? Nicht, das ist sau cool, dass du den Überblick hast. Macht auf jeden Fall schon weitaus mehr Spaß. Hier ist jetzt, Ich frage mich jetzt gerade auch, da du das früher mal gespielt hast ja. und heute ja auch so organisiert bist in Terminen und sowas, hat das vielleicht damit was zu tun, ja, dass du schon so aufgewachsen bist? So in Koordination von Flugzeugen? Wer weiß, vielleicht hat das damit zu tun. Oh krass, okay. Hier sehen wir jetzt ein rotes Ausrufezeichen. Das bedeutet, da ist unser Gate nicht frei. Wir haben nämlich nur ein Gate am Flughafen. Mm. Das muss jetzt minimal verschieben. Und dann geht's. Ja. Und noch ganz kurz, um 9 Uhr haben wir immer diesen Daily Stand-Up genau. mit dem Typen, oder? Ja, genau. Okay. Genau. Und dann haben wir eben hier aktuell jetzt in dem freien Spiel hat man 1.500.000 Dollar. Ich glaube, wenn wir gleich die Mission starten, sind das sogar 5 Millionen. Wir haben hier die Möglichkeit, Briefe zu lesen. Da sagen die einfach, ja, hier, herzlich willkommen. Anbei finden Sie das Handbuch, das ist nicht so relevant. Mhm. Hier sehen wir, wie unsere Flugzeuge derzeit ausgestattet sind. Also es ist absolute Holzklasse. Würde ich mal oh, sagen. Unangenehm. Derzeit. Die Jerry sieht so aus und die Jumbo auch. Später bei den Missionen wird es halt auch darauf ankommen zu sagen, oder darauf zu achten, ob die Passagiere denn eigentlich zufrieden sind mit dem Standard der Fluglinie. Mm. Da kann man dann zum Beispiel hier aufrüsten mit höheren Sitzen. Mhm. Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Die sind doch schon geändert, die Sitze. Aber das hätte noch kein Geld. Ja, finde ich in Ordnung. Muss ich jetzt okay machen? Nee. Jetzt hat das ausgegeben. Ah, okay. Vorher hast du es nicht. Drück mal auf 3 Sterne, dann gibst du es ja nicht aus. Ich würde es nur einmal sehen. Wow, okay. Ja, das schon, aber gerade bei der Jerry würde ich jetzt nicht so riesige Sessel okay. da reinmachen. Ne? Hier als Komfort hast du ein bisschen höheres Tablett, größeres Tablett oder sogar dann ein Bildschirm. Farbe. Oh, jetzt hakt es ein bisschen. Ist natürlich auch netter, wenn du ein bisschen mehr Licht hast. Das ist aber am Anfang noch nicht so relevant. Und hier siehst du zum Beispiel auch, das sind natürlich einmalige Kosten, die du hast. Mhm. Wenn du jetzt das Essen upgraden willst. Ah ja, pro Flug, ja, okay. Pro Flug logisch. Wäre ja auch dumm, das einmalig zu machen. Ja, absolut. Die Jumbo, ja, würde ich jetzt auch mal sagen, sollten auf jeden Fall solche Sitze kriegen und vielleicht hier noch ein, nee, lieber mehr Licht, ne? Ist ein bisschen angenehmer. Ja, finde ich in Ordnung. Können wir machen. Okay, oh, guck mal, jetzt habe ich schon deutlich weniger Geld, aber ist ja jetzt erstmal egal. Jetzt zeige ich dir nochmal, wie der Flughafen ansonsten noch so gebaut ist.
Hier waren wir eben schon kurz, das ist der Last-Minute-Schalter, wo man die Flüge kaufen kann. Ich drücke immer die Leertaste, um da schneller hinzulaufen, um Zeit zu sparen. Ach, sonst kannst du mir das gleich einmal, wir sind ja noch im freien Spiel, zeig mir bitte einmal, oder uns, den Zuschauern und mir einmal, wie das aussieht, wenn du dahin läufst. Das mache ich, genau. Und hier siehst du jetzt, also heute ist Montag, jetzt haben wir heute Flüge und einen für Dienstag. Das ist also immer, wenn unser Flugplan noch kurzfristig irgendwelche Lücken aufweist, sinnvoll da dann nochmal reinzuschauen. Aber zum Beispiel hier bei dem Flug siehst du ja, Mexiko-Stadt von Mexiko-Stadt nach Punta Cana. Hat eine hohe Prämie von 219.000 Euro. Es gibt auch Strafen, wenn man Flüge dann nicht erfüllen kann, die man bezahlen muss. Und es ist aber natürlich super sinnlos, weil unser Flugzeug gerade in Europa ist. Wenn wir den Flug jetzt wählen würden, hätten wir ja einen langen Hinflug, der noch nicht bezahlt ist. Und dann müssten wir von Punta Cana ja auch wieder nach Berlin zurückkommen. Verstehe ich, okay. Aber hat unser Flugzeug überhaupt die Reichweite, um darüber zu kommen? Jumbo müsste das haben. Okay. Genau. Also von daher, wenn es gleich am Anfang in der Mission erstmal darum geht, möglichst viele Flüge abzuarbeiten. Die erste Mission ist nämlich 10 Aufträge. Da kann man sich eher auf so kürzere Flüge beschränken. Dann gibt es das Museum. Oh, okay. Da kann man gebrauchte Flugzeuge kaufen oder verkaufen. Also wenn man selber sein eigenes Flugzeug... Wunderbar. Nee, das möchte ich nicht haben. Nein, ich habe es mir anders überlegt. Wenn man also sein Flugzeug irgendwie aufstocken möchte, kann man das tun. Wobei das hier jetzt zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so viel sinnvoller ist als... Die wir bisher haben. Hier sind sowieso... Ich kann im Museum... Ja, dann kaufst du halt ein Flugzeug, was 1983 gebaut wurde, einen unfassbar hohen Verbrauch hat und nur dieselbe Anzahl an Passagieren zum Beispiel auch verfliegen kann. Dementsprechend ist das eigentlich nicht so sinnvoll. Aber hier zum Beispiel ist ein Flugzeug, was 240 Passagiere aufnehmen kann. Mhm. Und das Baujahr ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade spielen. Ich glaube so 2002 oder sowas. Kannst du nicht über die Uhr havern oder so? Nee, okay. Was ist das jetzt? Jetzt habe ich die Zeit schneller gestellt. Oh, okay. Genau, aber es kostet halt auch 31 Millionen Euro. Oh, wow. 785.000, von daher sollten wir das mal lieber lassen. Genau, das ist jetzt auch noch nicht so relevant, aber das kann man hier machen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, das habe ich vorher noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob es das in dem Spiel, was ich früher gespielt habe, auch schon gab und ich das einfach niemals angeklickt habe oder ob das tatsächlich daran liegt, dass wir jetzt die Deluxe-Version von Airline Tycoon spielen. Das ist der Frachtflughafen. Ah, und du kannst noch Fracht mitnehmen, genau, um noch ein bisschen Kohle nebenbei zu machen? Man kann nur Fracht mitnehmen. Das sind dann andere Flüge, also gar keine Passagierflüge. Aber da kann man eben schauen, ob man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Passagierflug nach Amsterdam gemacht hat, in diesem Fall. Ah, ob man auf dem Rückweg. Genau, dass man da was mitnimmt. Aber das ist ja eigentlich schade, weil in echt nutzen sie ja auch die Passagierflüge, um Fracht mitzunehmen. Ist das so? Ja. Aber auch so eine hohe Tonnenanzahl dann? Ja, nee, ja. Weil kommt halt auf die Tragfähigkeit deines Flugzeugs. Ja, aber das sind dann schon immer eher hoch. Okay. Von, genau. Das, achso, den... Hey, den Kleber brauche ich noch. Den Kleber braucht er noch, sorry. Dann gehen wir wieder weg. Hier oben kann man immer sehen, ich weiß gar nicht, was beim freien Spiel da jetzt steht, aber während wir Missionen spielen, kann man da immer sehen, wie der Zwischenstand ist. Ah ja, genau, hier sieht man jetzt einfach, wie viele Passagiere... Ja, süß, süß gemacht. ...geworden sind. Und dann... Hallo? Fracht gibt es erst seit Deluxe. Also wirst du das wahrscheinlich nicht gehabt haben. Wahrscheinlich nicht gehabt, genau. Schreibt Y12. Danke für die Info. Genau, hier sieht man, welche Flüge wann fahren, wann fliegen. Hier ist das Reisebüro, wo man entsprechend etwas längerfristige Flüge planen kann. Und mega geil ist es natürlich, das sieht man hier jetzt gerade nicht, aber ideal wäre ja zum Beispiel, wenn einer dieser beiden Flüge Berlin-New York wäre, da müsste man sofort zuschlagen. Ne? Das ist natürlich... Jackpot, wenn Berlin, New York und New York, Berlin und dann direkt hintereinander die abarbeiten kannst. Genau, da geht man also immer hin, um die Flüge zu planen. Hier ist eine Werbeagentur, das brauchen wir jetzt am Anfang aber noch nicht. Hier ist irgendwas super Geheimes, das scheint es auch erst seit Deluxe zu geben. Was heißt super geheim? Woher weißt du das? Weil ich das in dem Let's Play auch gesehen habe. Okay. Das ist ein Sicherheitsraum, wo man sich quasi so ein bisschen, glaube ich, gegen die anderen Konkurrenten absichern kann und ein bisschen intrigieren kann. Okay, krass. Also entweder ist es auch neu oder du hast diesen Raum nie gesehen. Genau, eins von beiden. Aber ich nehme auch mal an, dass die sorgen für Sicherheit, sie überwachen, beobachten, alarmieren, was immer ich will. Was immer sie wollen. Mit uns ist ihr Geld sicher weg. Sicher angelegt. Ja, wen möchten sie überwachen lassen? Ja, müssen wir uns jetzt noch nicht angucken. Mit
Also, White Dwarf scheint hier, glaube ich, so auch so ein kleiner Airline-Tycoon-Crack zu sein. Er sagt nämlich, du sollst mal X und dann die Leertaste drücken. Weißt du, was das dann passiert? Nee. Nee, also er sagt nur... Aber das ist nicht Alt F4, ne? Glaube ich nicht. Das wäre jetzt gemein. Also dann höre ich nie wieder auf ihn. Ihn oder sie. Einfach so oder erst ein Ziel ansteuern? Das weiß ich nicht. Da stand nur, sag mal Lisa X und dann... Genau, ich sag so lange noch, hier ist der Duty-Free-Laden. Okay. Und dann sieht man hier, man kann zum Beispiel einen Terminplaner kaufen. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wofür der wirklich gut war. Man kann Schnaps kaufen, um Leute zu bestechen. Und man kann ein Notebook kaufen. Das dauert aber noch 8 Tage, bis es wieder da ist. Aber das ist halt wirklich ein Game-Changer, wenn man den hat. Dann gibt es die Bank. Das ist vor allen Dingen interessant, um hier die Aktienkurse der verschiedenen Airlines zu beobachten. Mir ist es ein einziges Mal gelungen, im Laufe eines längeren Spiels eine der anderen Airlines zu übernehmen, weil die dann in Geldschwierigkeiten gekommen sind. Mhm. Ah, cool. Und dann kannst du die... Dann habe ich 2 Airlines. Cool, okay. Das ist mir aber nur... Ist natürlich sehr geil und auch sehr realitätsnah. Ja, absolut. Oh, in einer halben Stunde ist Feierabend. Der Tag geht immer bis 18 Uhr. Hier ist ein Kiosk. Da kann man, wenn man später ein paar Intrigen gestiftet hat, auch manchmal sehen... was das so für Konsequenzen hatte. Dann steht das manchmal in einer Zeitung. Hier ist Ricks Café. Das ist so ein Typ, der einem immer mal wieder ein paar Tipps geben kann. Okay. Ich habe gehört, Sie kennen sich mit Fluglinien aus. Allerdings. Ich hatte selber früher mal eine. Hey, jetzt erkenne ich dich. Dein Bild war neulich in der Zeitung. Dir gehört eine der Fluglinien. Genau. Geil, wenn dir meine Fluglinie gehört hat und du dann als Bar Tender endest. Am Flughafen. Also fürs Erste solltest du dich mit auftragen. Ja genau, der am Anfang erzählt er halt wirklich einfach nur so Kram, den man sich eigentlich auch durchs Spielen selbst erschließen kann. Oh ja, stimmt. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, jetzt bricht es ab, weil der Tag vorbei ist. Und jetzt sehen wir, gut, Falcon 9 hat deutlich mehr Passagiere befördert als ich. Und auch als die anderen. Guten Morgen zusammen. Willkommen. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Man kann über ihre Fluglinie an sich nichts Schlechtes berichten. Ihre Soweit erstmal okay. Sind in einem oh, weil wir den mich schon ausgestattet haben. Ah, ja. So sehe ich das gerne. Mit der Kompetenz ihrer Angestellten bin ich sehr zufrieden. Dann bin ich damit auch zufrieden. Und weiter mit Falcon Lines. Ihre Fluglinie ist an sich in Ordnung. Aber ich sehe noch einen Raum für Verbesserungen. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Mhm. Als nächstes zu Phoenix Travel. Alles okay, musst du die Informationen über deinen Konkurrenten wissen? Ich wollte das jetzt... Was? Über meinen Konkurrenten? Ja, also ist es für dich relevant, naja, dazu zu hören? Für mich ist es ja zum Beispiel relevant, ob er, wenn die anderen jetzt... Wenn ich jetzt als einzige schlecht ausgestattete Flugzeuge hätte, dann würde ich mir da auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Okay. Von daher, ich glaube, das kann man auch hier irgendwo... Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Ja, die Flug... Dann wär's das. Gut. Ich danke für Ihre Zeit. Man kann das, glaube ich, auch hier sehen. Ja, hier sind die Aktien. Wo ist das denn nochmal? Hier kann man sich das auch nochmal angucken, was die für verschiedene Ausgaben haben. Zum Beispiel, oh, guck mal, weil wir schon unsere Flugzeuge so... Ja, okay, ja, wir haben die Hälfte der 1,5 Millionen ausgegeben, ja. Genau. Ja, da kann man auch diese ganzen Dinge sehen. Und hier... man, wenn die dann im Zweifelsfall sich Aber wir haben alle kaufen. Flugzeuge, okay. Wir haben keine Routen, das heißt, wir haben keine festen Routen, die wir bedienen, oder? Genau, es gibt später die Möglichkeit auch, hier sich Routen zu holen. Und dann kannst du zum Beispiel immer Berlin-Amsterdam, und jetzt weiß ich gerade gar nicht, kannst du auch Amsterdam... Müssten wir mal rausfinden, ob man da auch den Rückflug dann bekommt. Also und du bezahlst dann quasi 500.000 jeden Monat Gebühr? Dafür, dass ich diese Route befliegen kann. Okay. Und habe halt einfach immer ein stetiges Einkommen da in der Regel. Genau, aber wir gehen noch einmal weiter über den restlichen Flughafen. Wir haben es auch gleich schon fast durch. Hier ist noch ein anderes Büro, wo man Flugzeuge ausstatten lassen kann. Das sind also dann nicht die gebrauchten Flugzeuge, sondern da kann man... Neue Flugzeuge bestellen. Ja, dafür bräuchte ich halt deine Expertise von. Ah ja. Wunderbar. Bitte sagen, nehme an, dass unser Budget dafür deutlich zu gering ist, aber in den Katalog mal reingucken können wir ja mal machen. Also da haben wir zum Beispiel ein Industrieflugzeug, was macht auch Passagiere. Nee, Airbus Industry ist der Hersteller, ja. Ah, okay. Also es hat nichts damit zu tun, dass es ein Industrieflugzeug ist. Okay. Und es hat zum Beispiel deutlich mehr Passagiere, die es befördern könnte. Als unsere bisherigen. Das sind dann halt schon immer wirklich so richtig krasse Flugzeuge. Genau, hier ist ein Boeing
720. Aber die würde uns zum Beispiel gar nicht so viel bringen. Und wie man sieht, sind die Preise halt auch einfach viel zu hoch. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich irgendwann mal schafft, so viel Geld zu haben. Also wahrscheinlich, wenn man sehr lange frei spielt. Mhm. Aber dass du auf 41 Millionen kommst? Ja. Oder was? Okay, schade. Tatsächlich gibt es einen Cheat in dem Spiel, den ich jetzt natürlich bei den Missionen nicht verwenden werde. Aber lustigerweise ist der Cheat Donald Trump, wenn ich mich richtig erinnere. Um mehr Geld wirklich? Zu bekommen. Ja, krass, okay. Ich glaube schon, dass es so damals so war. So, ich will hier wieder raus. Ja, hier, niemand spricht es gerade auch schon an, ja, den Elefanten im Raum. Ja. Die A380 wird eingestellt. Das ist natürlich sowieso... Das haben wir uns alle gefragt. Allgemein ist es ein relevantes Thema. Ich beschäftige mich privat viel mit Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie ich das eigentlich für mich vertreten kann, jetzt hier ist eine Wirtschaftssimulation mit Flugzeugen. Naja, es ist eine Simulation. Es ist eine Simulation. Es macht halt auch Spaß. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Aber das ist tatsächlich... Ja, du hast recht. Es ist komisch, auch als flugzeugnah und nachhaltigkeitsnah. Das ist eine komische Kombination. Ja. Ich weiß das wohl. Ja. Oh, guck mal, das hier kenne ich auch noch nicht. Vielleicht gehört das auch zur Deluxe-Version. Da kann man eigene Flugzeuge entwerfen. Das machen wir vielleicht irgendwann mal. Ich weiß nicht. Wir probieren das ja jetzt heute sowieso erstmal einfach nur einen Tag aus und schauen, wie es uns gefällt. Wie kommen wir hier wieder raus? Oh, mir ist gerade aufgefallen, dadurch, dass ich gesagt habe, niemand spricht es an oder sowas. Niemand ist der Nutzer im Chat. Ja, das ist, der Satz hat nicht so viel. Also den hätte man auch anders verstehen können, wenn man nicht weiß, dass die Person niemand heißt. Das stimmt. Und hier sehen wir jetzt unseren Gate. Wir haben im Moment gar keine Flüge. Sonst würde das hier oben stehen. Und hier ist dann noch die Werkstatt. Hat der eine User eigentlich gesagt, was XLab? Nee. Ja, aber auf jeden Fall ist die Person sehr, ich weiß leider nicht, ob männlich oder weiblich, er hat gesagt, er oder sie kennt das Spiel auswendig. Okay, das ist gut zu wissen. Hier ist noch ein Typ. Und auch noch ein kleiner Hinweis, den die Person gegeben hat, ist, ja, da würde Geld in dem Mülleimer bei der Bank liegen. Geil, das wusste ich zum Beispiel noch nie. Ja, hier, der Typ kann meine Flugzeuge reparieren. Nicht tun. Meine Leute können ihre Flugzeuge reparieren. Für nur 48.000 pro Monat macht Karl das Nötigste an einem Flugzeug. Mm, okay. Für nur 150.000 pro Monat habe ich zwei Diplom-Ingenieure, die alles tipptopp warten. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. 18.000 pro Monat kann unser Azubi-Timmy an einer Maschine... Das würde ich, glaube ich, lieber nicht machen. Meinst du nicht, oder was? Nee, lieber kein Azubi. Na ja, gut. Jetzt könnte ich hier natürlich noch so ein bisschen anbluffen und sagen, er sollte lieber die Zigarette ausmachen, aber ich will es mir nicht mit ihm verscherzen, deswegen sage ich lieber ciao. Zum Mülleimer bei der Bank. Wo ist der denn da? Hier ist ein Briefkasten. Das ist ja der Kiosk wahrscheinlich. Oder in der Bank? Ich habe den Mülleimer nicht gesehen, er hat das nur gesagt. Okay. Also ich weiß jetzt, er hat mittlerweile geschrieben, dass es eine männliche Person ist. Zum Mülleimer an der Bank, da würde Bargeld liegen. Aber naja, gut, vielleicht. Ach doch, das weiß ich, das ist hier hinten irgendwo. Hier, genau. Das habe ich früher. Ah, okay. Stimmt etwas nicht? Kann ich Ihnen helfen? Nicht gesehen, nein, das war. Alles in Ordnung. Ich glaube, wir hatten 850.000 oder so. Okay. Stimmt, genau, das kenne ich. Alles klar, ich glaube, das ist so mehr oder weniger alles, was man erstmal wissen muss. Man kann natürlich immer auch hier die Leute anquatschen. Jetzt im Moment ist er zufrieden mit mir und unserer Geschäftsbeziehung. Es geht um unsere Geschäftsbeziehungen. Genau, wenn wir später Niederlassungen haben, kann man die theoretisch gemeinsam benutzen. Das ist jetzt aber auch noch nicht relevant. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, was ich wollte. Tschüss, ich muss weiter. Ich weiß nicht, warum der Typ von Falcon Lines hier die ganze Zeit in das Büro von dem Flughafenleiter. Ach, guck mal, hier ist das, wo man die Niederlassungen kaufen kann. Mhm. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Die Postkarte nehme ich mit. Das Einzige, was ich nämlich noch nicht gezeigt habe, ist das Personalbüro. Und da kann ich der Frau Selig die Karte geben. Die freut sich darüber. Oh, danke. Und das erhöht ihre Moral, ihre Motivation. Ich weiß Motivation. Nicht, ob die da besonderes... okay. Gefördert werden muss, aber sie kann mir entweder Leute raussuchen, also das ist HR sozusagen, Berater, Piloten oder Flugbegleiter. Kann man hier zum Beispiel gucken, es gibt zwei Bewerbungen für Flugbegleiter, dann klickt man die durch. Sehr talentiert. Das ist auf jeden Fall gut. Ist auch gut natürlich, dass die viele Sprachen spricht. Im Moment haben wir, glaube ich, genug. Er ist sogar hochbegabt. Oh, shit. Ah, ist schwierig, ne? Ob du dann nicht quasi überqualifiziert jemanden hast, ey. Hochbegabt. Er ist 22, ist ein hungriger Typ. So. Der kann erstmal auf jeden Fall ein bisschen bei uns anfangen. Okay, jung, hübsch und immer gut gelaunt. Ja, okay. Solche Leute brauchen wir. Der stottert und möchte ein sehr hohes Gehalt haben. Ist allerdings nur über Durchschnitt. Ja. Oh, aber der war auch schon...
Aber er nimmt an der Selbsthilfegruppe teil. Das muss man ihm. Aber er ist nicht zuverlässig. Ah. Nur recht talentiert. Aber man muss auch Menschen mit Problemen eine Chance geben. Ja, ich weiß nur nicht, ob man die durch die Luft fliegen lassen sollte. Ah ja, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Und das ist natürlich der. Ja, okay, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ist der Typ, der mir meine aktuellen Leute zeigen kann. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass der Flughafenchef sagt, mein Personal ist nicht gut, dann kann ich mir das hier mal angucken und sagen, meine hochbegabte Flugbegleiterin ist natürlich Hammer. 7.000 Euro Gehalt ist allerdings auch schon eine Menge. Sie ist nur über Durchschnitt, da könnte ich theoretisch natürlich auch nochmal gucken, wie viel die anderen Hochbegabten so verdienen wollen. Michaela Stube ist talentiert. Ja. Recht talentiert. Ja, guck mal, ich habe schon einen hochbegabt. Das ist schön. Das muss man aber auch erstmal gucken, wenn man, solange man da jetzt keine Beschwerden von den Passagieren hat, würde ich das auch erstmal. Genau, ich glaube, das ist alles, was wir dafür erstmal wissen müssen. Man kann dann hier Feierabend. Hier. Hey, wo ist das nochmal? Ich dachte, wenn man hier irgendwo klickt. Oder vielleicht auch nur im Büro. Egal, man kann dann Feierabend machen, wenn man das Gefühl hat, dass man den Tag. Aber dann muss man die, dann muss man nicht lange warten bis ja, 9 Uhr. Muss man nicht bis 8 Uhr warten, genau. Ich möchte jetzt aber kein Feierabend machen, sondern ich möchte jetzt nämlich. Wie, aber warte mal, bis 18 Uhr geht dein Flughafentag nur? Mhm. Das ist ja Quark. Naja, die nach 18 Uhr kannst du nachts gehen, ach so, okay. Ich plane die Tage immer noch. Okay. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Naja, Flüge, gibt es auch sowas, dass du. Es gibt ja Nachtflugverbot. Das ist quasi, und wenn du das quasi, also wenn du noch ein Flugzeug in der Luft hast und es landet zu spät, dann kann dir eine Sanktion verhängt werden. Ich weiß nicht, ob das 1998 auch schon so war. Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ja, weil es gab schon immer das Problem mit der Lautstärke nachts, wenn die Flugzeuge gerade auch in Hamburg und Berlin, wenn sie halt über die Stadt reinkommen, kannst du halt nicht schlafen. Das stimmt. Das weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob das Problem gab. Also, wir gucken jetzt nochmal kurz, ob es als Stadtflughafen Hamburg gibt. Würde ich natürlich begrüßen. Nein, schade. Dann bleiben wir bei Berlin oder hast du noch einen anderen Wunsch? Oh, LAX ist ein interessanter Flughafen, ja. Die sehen leider immer gleich aus, ne? Ach so. Ist LAX Las Vegas? Nee, LAX ist Los Angeles. Los Angeles. Ich verstehe immer nicht, warum manchmal diese Flughafenabkürzungen so gefühlt gar nichts mit der Stadt und so weiter zu tun haben. LA ist Los Angeles? Ja, das schon, aber. LAX ist das International, glaube ich. Okay. Gut. Dann spielen wir in Berlin, ne? TXL, oder was? Ja, gut, das ist. Wie heißt das nochmal? Tegel ist das. TLX. TLX, ich meine ja. Ah, okay. Guck mal, so lerne ich direkt. Das ist gerade Halbwissen. Ich muss wirklich dazu sagen, nicht dass ich kann es gerne einmal nachgucken, aber das ist der Los Angeles International Airport. Also es gibt ja auch Flughäfen, die zum Beispiel nicht international bedienen. Weißt du, die dann halt nur lokale Flughäfen sind. Ja. Hier sagt Scrappy 1, wir sollten Frankfurt auswählen für Ede. TXL, nicht TLX. Ja. LAX suchen wir nach dem. Was sollen wir aussuchen? Frankfurt? Ja, komm, hier für. Naja, Frankfurt ist auch Deutschlands geilster Flughafen. Ja. Wo war das jetzt hier? Nehmen wir Frankfurt. Okay. Willst du es noch kurz nachgucken? Nee, ich mach das hier nebenbei. Oh, da sagt jemand Feuerlöscherraum. Ja, das stimmt, den habe ich noch nicht gezeigt. Das ist der Raum, in dem man dann auch nochmal dafür sorgen kann, dass man Sabotage an den anderen Konkurrenten vornimmt und sowas. Das stimmt, das mache ich jetzt am Anfang aber noch nicht. Wir starten jetzt mit der Kampagne. Und zwar mit der Airline Tycoon Kampagne und mit der Mission. Wie spät ist es eigentlich? Ah, okay. Ja, wir haben noch 1:10, also wir sind gut drin. Ja. Das X steht tatsächlich scheinbar für gar nichts. Also nach den Regeln der IATA sind Flughafencodes immer dreistellige Buchstabencodes, aber dieser Code muss prinzipiell rein gar keine Bedeutung haben. Generell versucht man die Codes so anzulegen, dass es eine einfache Beziehung zwischen der Stadt oder dem Namen des Flughafens gibt. Okay, ich finde, das ist vielen Leuten noch nicht geglückt. Sag ich dir ganz ehrlich. Im Fall von Los Angeles war das LA schlicht schon mit einem älteren Schema definiert, das nur 2 Buchstaben hatte. Als man dann auch das IATA-Schema auf das Schema geschwenkt hat, wurde für viele bestehende Flughäfen der USA einfach ein X angehängt. Okay. Manchmal denkt man, es wäre so super kompliziert und dann kriegt man sowas als Antwort. Ich bin dann manchmal ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber egal. Okay. Wir fangen an. Wir haben die erste Mission, als die gesamte Kampagne oder
das gesamte Spiel hier besteht aus 6 Missionen. Wir haben einen neuen Job. Wie magst du das gerne bei Computerspielen? Soll ich diese Sprechblasen immer durchlaufen lassen? Oder soll ich drüber quatschen und zusammenfassen? Das ist ja Geschmackssache, glaube ich, ne? Da selber. Ja, ich bin eigentlich für ein Misch. Also manchmal weiß man ja einfach, dass es gerade so dummes Geplänkel ist und manchmal ist es Story halt. Okay, dann gucken wir darauf, dass wir es eine Mischung haben. Also, 069. Let's go. Ja. Wie immer mit Tina Cortez. Und wir starten. Ich weiß gar nicht, ob man diese Frau irgendwann mal ausstellen kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist Belinda, unsere Assistentin. Sie wird uns ein paar Tipps geben. Die werden wir jetzt wahrscheinlich eigentlich nicht brauchen. Aber ich kann hier gerade nicht. Die brauchen wir nicht, weil wir so erfahren sind, ja, in dem Spiel. Okay, verstehe. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach warten. Genau. Ja, die drei anderen sind von der Konkurrenz. Weil jetzt gerade die Frage aufkommt, ob wir nicht bis 14 Uhr Zeit haben. Ich gucke mal ganz kurz, wer die Frage gestellt hatte. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ah, Hiro Kun. Ja, die Sache ist halt, wir haben uns ein bisschen vertan in der Zeit. Wir dachten, vielleicht sind 3 Stunden doch ein bisschen zu viel. Ja. Und haben 1 Stunde an Dima abgegeben. Genau, wir wollten es erstmal ausprobieren, wie sich das überhaupt anfühlt. Genau. So. Und tatsächlich habe ich auch nicht so viel Zeit. Okay. Deswegen machen wir nur bis 13 Uhr und dann übernimmt Dima in seinem Plan steht, Dima zeigt euch geile Games. Okay. Genau. So, also der Typ macht seine erste Ansprache für uns. Wir haben jetzt 5 Millionen Dollar. Das ist staatliches Geld und er möchte jetzt, dass wir Aufträge durchführen. Mhm. 10 Aufträge erfolgreich durchführen. Wer als erster 10 Aufträge erfolgreich durchführt. Gut, dann können Sie jetzt gehen. Wir sehen uns spätestens morgen früh. Alles klar. Tatsächlich muss man jetzt wirklich einfach ziemlich schnell hier durch. Ah, guck mal, wir müssen die jetzt nochmal. Ne, erstmal müssen wir die Flüge belegen. Die Halle war das kleinere Flugzeug, ne? Ja, genau. Wir fliegen jetzt Frankfurt-Madrid. Und Frankfurt-Madrid mit einem Rückflug. Madrid-Frankfurt gehen wir jetzt einmal ganz schnell zum Last-Minute-Shop und gucken. Madrid-Frankfurt ist hier nicht. Okay, gibt es sonst irgendwas Geiles? Wir sind in Ankara-Frankfurt. Das könnte man, boah, eine Strafe von 1 Million, wenn wir den nicht machen. Den könnte man aber vielleicht noch kurz... Der ist aber derbe. Ja, den nehme ich mal noch mit für die andere Maschine. Wir müssen jetzt vor allen Dingen schnell Flüge umsetzen. Oh, da hat kein Gate frei. So machen wir das. Minus 18.000 machen wir mit diesem Leerflug und plus 250.000. Ich finde, das kann man dann nochmal durchgehen lassen. Frankfurt-Ankara können wir jetzt natürlich auch nochmal gucken. Die Flüge füllen sich meistens immer wieder auf. London-Frankfurt heute. Nee. Dann lass uns. Aber uns bleibt auch nicht die Möglichkeit, das Flugzeug zum Beispiel an dem Flughafen zu lassen erstmal. Anstatt es sinnlos zurückzufliegen. Naja, wir müssen ja sinnlos hinfliegen sozusagen. Wir haben einen Flug, der in Ankara startet. Ach, verstehe. Ah, okay, wir wollen ihn zurückbringen. Ja, okay. Genau. Okay. Und jetzt machen wir es nochmal schnell, was wir eben im freien Spiel auch gemacht haben. Jerry. 126. Merkt ihr mal 3870, bitte. Mhm. 126, 3870. Das ist, was ich mir merken sollte, ne? Okay, wow. Warte. Und Jumbo 180. Was wollte ich nochmal? Die Reichweite. Merkt ihr mal 6455. Mhm. Jumbo 180. 6455. 6455. Gut. Dann wissen wir das auch. Und jetzt können wir nochmal gucken. Das große Flugzeug braucht auf jeden Fall für morgen und für Donnerstag, also für alles, alles ab Mittwoch. Dann würde ich jetzt nochmal erst einmal zu Last Minute gehen. In der Hoffnung, ja, ich warte. In der Hoffnung, dass es da für morgen noch irgendwelche krassen... Na gut, so lange will ich nicht. Ah doch. Also, heute geht nicht. Mittwoch. Ja, das ist jetzt Nairobi, Kairo, so... Nee, immer nicht. Die sind halt auch immer alle so... Heute schaffen wir nicht mehr. Nee, die sind... Dann jetzt muss man hier natürlich immer anstehen, bis die Leute da... So, ja. Also, guck mal, hier gibt es zum Beispiel
Hammer. Hier gibt es Frankfurt Bermudas. Ja. Oh, aber nee. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Hier gibt es eigentlich genau das, von dem ich eben gesprochen habe, dass es ein Jackpot wäre. Aber Frankfurt Bermudas am Mittwoch und der Rückflug erst nur am Freitag. Manchmal gibt es ja auch. Ah ja, dann stehen wir da zwei Tage rum. Das ist natürlich gar nicht. Atlantis Frankfurt, Amsterdam Frankfurt am Donnerstag für 180 Passagiere. Ja, komm, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Es geht ja jetzt im Moment auch noch echt wenig um das bis Samstag, nehmen wir auch mit. Es geht ja noch wenig um das, was wir damit alles verdienen. Es geht ja eigentlich nur um die Anzahl der Flüge. Hast du Schreie im Hintergrund in dem Spiel gehört? Nee, es hört sich aus meiner Sicht gerade an wie die Möwen. Okay. Hat jemand Schreie gehört? Ja, weil die fragen alle, wer da im Hintergrund schreit, ob das, ob Simon irgendwie Dark Souls aufnimmt oder so. Nee, aktuell jetzt gerade ist ja Redaktionskonferenz, deswegen sind die ganzen Leute, die normalerweise... Ich wollte aber nur sicher gehen, dass hier nicht noch irgendwo was... Oh, hab ich noch... Hä? Ach so, guck mal. Die Jerry kann den einen Flug gar nicht nehmen. Den müssen wir hier auf jeden Fall platzieren. Frankfurt-Amsterdam zu finden wäre noch ganz geil. Wir brauchen auf jeden Fall für Jumbo am Mittwoch noch einige Flüge. Ja, aber nicht den. Heute. Nee. Die ersten Missionen sind noch so ein bisschen zäh, ehrlich gesagt, auch wenn man da noch nicht so viel machen muss. Donnerstag, Freitag, Mittwoch. Ja, den hier. Das sind wirklich saftige Vertragsstrafen, die man zum Teil da bezahlen muss. Da müssen wir später auf jeden Fall drauf achten. Oh, guck mal, das ist ein richtig langer. Das ist jetzt in diesem Fall eigentlich gar nicht so gut, weil wir ja viele Flüge machen müssen, dass wir da jetzt einen ultralangen Flug haben. Ah ja, es geht nur um die Anzahl, nicht ja, die... Ja, ist eigentlich richtig dumm. Naja. Gut. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber Bermudas, Frankfurt. Brüssel, Frankfurt am Freitag, den würde ich auf jeden Fall mal nehmen. Am Donnerstag. Ich bin jetzt noch so ein bisschen beliebig, ehrlich gesagt, beim Auswählen. Wie gesagt, später, wenn wir einen Laptop gekauft haben, haben wir unten das, die Möglichkeit, auf den Laptop zu klicken. Dann müssen wir nicht jedes einzelne Mal in das Büro latschen. Mhm. Wenn du die Leertaste drückst, springt dann auch die Zeit, die du gebraucht hättest, um dahin zu gehen? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Okay, mache ich gleich mal. Mal, wo fliegt der jetzt hin? Nach Reykjavik. Lass uns die auch ins Kleine packen. Ja, das ist jetzt ein bisschen, bisschen eintönig, sorry, aber... Mr. Freeman schreibt, ich wette, wenn Max einfach weggehen würde, dann würde Lisa nichts merken und genauso weiter suchen wie jetzt auch. Ich genieße das schon, dass du hier bei mir bist, sag ich dir ganz ehrlich. Okay. Also gibt es hier jetzt nochmal irgendwas, was sich richtig gut anbietet? Frankfurt-Kiew. Ich probiere den nochmal. Sind die Flüge denn random? Also bei jedem Playthrough kriegst du quasi andere Flüge auf dieser Übersicht? Oder? Es kommt so drauf an, manchmal, wenn man zu schnell hintereinander wieder hingeht und noch kein anderer Konkurrent da war, ist es manchmal auch immer noch gleich geblieben. Nee, ich meine, wenn du die Kampagne startest, würdest du dann da nochmal andere Flüge haben? Boah, das weiß ich nicht. Weil sonst könntest du ja einfach merken, wie die beste Kombination ist. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Gerade als du Leertaste gedrückt hast. Also. Gedrückt hast. Frankfurt-Kiew geht nur im Jumbo. Oh. Oh. Da habe ich jetzt. Oh, okay, das geht sogar. Hammer. Hä? Jetzt hast du alle gleichzeitig verschoben? Ja, weil ich den nach hinten schieben musste, haben sich die alle verschoben. Ah, ja, okay. Okay, jetzt gehen wir noch einmal zum Dings und dann, wenn es da nichts... Achso, nee, warte. Ich habe das so unorganisiert mir gerade angeguckt. Wir brauchen jetzt noch... Hammer wäre natürlich Bermudas Frankfurt, aber ich glaube, das werden wir niemals kriegen. Ansonsten am Donnerstag noch was. Und die Jerry ist sogar voll bis Freitag. Okay. Was spielst du denn gleich, Dima? Beans Jam. Beans Jam spielen, okay. Cool. Okay. Ach Mann, wie oft habe ich schon gesagt, so geil, bei mir nach Frankfurt und gucke da immer wieder drauf und das ist Quatsch. Frankfurt, Reykjavik, sind wir nicht irgendwann in Reykjavik sogar? Egal, ich nehme den jetzt nochmal mit. Ich nehme den jetzt noch Plan in ein und dann machen wir Feierabend. Man muss ja auch machen wir Feierabend, man muss ja drei, am ersten Arbeitstag jetzt auch nicht den ganzen Tag arbeiten. So. Man muss ja wow. Nicht übertreiben.
So, Frankfurt, Reykjavik. Ja, machen wir den noch. Machen für heute Feierabend. Guck mal, es ist Winter. Sehen die Flughäfen von außen auch nochmal gleich aus? Ja. Okay. Nur die Jahreszeiten ändern sich. Also wir haben 5 Flüge gemacht? Genau, 5 Aufträge bereits erledigt. Unser Personal performt zu 91%. Oh, guck mal, im Vergleich zu allen anderen sind unsere Flugzeuge nicht so gut. Da würde ich 1%, Lisa! Ja, aber gemessen an den anderen, wir statten die gleich mal besser aus. Wir haben ja genug Geld. Willkommen bei unserer Besprechung. Meinen Informationen zufolge haben Sie bis jetzt folgende. Jetzt kommt nochmal diese Zusammenfassung, das kann man dann später auch wegklicken. Also wir sind weit in Führung, das ist gut. Ja, und deswegen sind unsere Flugzeuge auch 1% schon abgenutzt. Ah, weil die schon so viel geflogen sind. Ja. Ja. Guck mal, unser Ruf ist nur okay. Das ist eben was man später mit der Werbeagentur noch verbessern kann. Flugpersonal ist nur Durchschnitt, da gehe ich gleich mal, nachdem wir Flüge... Zum Mittelfeld, das ist okay. Ja, Mittelfeld. Sehr gut, das ist schon Flugpersonal. Durchschnitt, Phoenix Travel, normal. Ihre Flugzeuge sind in auch guter Zustand und Flugpersonal ist Durchschnitt. Der Zustand ihrer Flugzeuge. Ja, okay, wir sind alle ziemlich auf demselben Level. Für ihre Zeit. Dann schaue ich jetzt hier nochmal. Also wir brauchen für Donnerstag für den Großen noch Flüge und für Freitag. Dann gehen wir jetzt schnell zum Last Minute. Ah, man kann auch den Shortcut verwenden. Frankfurt, Lanzarote, heute leider, schade. Wien, Frankfurt, auch heute. Heute, 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 heute. Donnerstag. Oh, guck mal, Berlin, Frankfurt. Am Donnerstag. Das ist gut. Delhi, Frankfurt, sehr weit. Würde ich nicht machen. Kairo, Frankfurt, bis Mittwoch. Also bis in einer Woche Mittwoch, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Nairobi, nee, der ist mir zu weit. Dann machen wir noch den. Also du kannst den bis dahin abgehandelt haben? Bis Mittwoch, ja, okay. Genau. Hier, Berlin, Frankfurt. Packen wir da noch rein. Boah, Alter, du hast einen performanten Flugplan. Ich, das ist ja unglaublich. Dir. Ja, deswegen muss ich gleich auch wirklich mal gucken. Aber der Jumbo ist einfach nicht gut genug ausgelastet. Warte. Das gefällt mir noch nicht. Samstag, Donnerstag. Könnten natürlich den jetzt trotzdem machen. Ah, die sind alle so weit. Na ja, komm, wir nehmen den hier und noch Kiew. Das ist beides nicht so weit und packen den auf die... Wie findest du das Spiel an sich so? Also jetzt gerade ist es natürlich ein bisschen langweilig, dass man immer das Gleiche machen muss, aber... Hättest du sowas ansprechend gefunden als... Ja, ich war eher der Rollercoaster Tycoon-Typ. Ja, das habe ich auch gerne gespielt. Aber nur den allerersten Teil. Danach wurde mir das zu 3D... Ach witzig, ich glaube, ich bin beim dritten eingestiegen. Echt? Also ich bin ja noch ein anderer Jahrgang. Weißt du, als ich angefangen habe, da war... Da gab es schon Dreidimensionalität. Ja. Ja. Und ich habe auch noch mal irgendwas mit Schienen, Railroad Tycoon oder sowas. War, glaube ich, auch, habe ich auch sehr gerne gemacht. Das kenne ich nicht. Das erste Rollercoaster Tycoon, das war einfach... War einfach am besten. So, mein Personal ist nur Durchschnitt, deswegen gucke ich mir jetzt erstmal an, wen ich hier stattdessen einstellen könnte. Also meine Flugbegleiter. Recht talentiert und 7.700 Euro. Aber wozu brauchst du jetzt Personal? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Naja, der hat ja gesagt, mein Personal sei Durchschnitt. Und weil ich möchte, dass meine Fluglinie am allerbesten ist, gucke ich mir jetzt erstmal an, was ich überhaupt für Personal habe und ob ich das gegebenenfalls austauschen sollte. Recht talentiert und durchschnittlich. Hochbegabte Leute behalte ich natürlich. Das ist keine Frage. Würdest du sagen, talentiert ist besser als recht talentiert? Ja, natürlich. Ja, ne? Recht ist eine Einschränkung. Ja, okay. Und über Durchschnitt? Ist das besser als oder schlechter als talentiert? Das ist jetzt eine Frage. Also, boah. Okay, und die Piloten? Oh, ne? Hallo, Chef. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir... Jetzt hat die Maus Zeigen gerade. Sie mir den... Überdurchschnitt, talentiert, talentiert, talentiert. Okay. Fräulein Seel. Flugbegleiter. Guck mal, da würde ich auf jeden Fall einen Hochbegabten einstellen, der nur 5.000 Euro kostet, anstatt jetzt diese für 7.000 Euro, die so mittel ist. Okay. Jetzt muss ich mir nur merken. Zeigen Sie mir den... Wo war denn die?
Hier, eine recht talentierte. Die werfe ich raus. Mhm. Und sind die anderen jetzt alle einem Flugzeug zugewiesen? Ja. Okay. Reicht ja auch erstmal. Ich glaube, wichtiger ist es, dass wir jetzt nochmal unsere Flugpläne vollkriegen. Für Freitag brauchen wir noch was für den Jumbo und Freitag und Samstag für den Kleinen. Samstag. Donnerstag frei. Freitag Delhi. Ah. Die sind einfach zu lang. Was habe ich eben gesagt? Haben wir Donnerstag noch was frei? Nee, ne? Freitag und hier. Bis Montag, das ist gut. Ich glaube, der Mittwoch war, glaube ich, der durchgeplante, der heutige Tag. Ja, Mittwoch ist ja heute. Ja. Donnerstag ist, glaube ich, auch schon voll. Freitag war noch was. Ja, bei so einem langen Flug. Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass der Jumbo überhaupt nicht ausgelastet ist. Ja, dann lass den doch die Strecke fliegen. Du wirst aber jetzt nichts machen. Aber dann hier lieber Delhi Frankfurt, der ist nämlich sowohl noch minimal kürzer und bringt mehr Geld und mehr Passagiere. Okay. Ja, du hast ja recht. Stillstand ist ja quasi Rückschritt. Ja, ja. Ah, ja. Das wissen wir ja alle. Ja. Ja? Nehme ich an. Jumbo fliegt Delhi Frankfurt. Reykjavik Delhi, sowas kriegst du wahrscheinlich so gut wie nie. Es sei denn, da können wir gleich noch mal kurz gucken gehen, ob es sowas vielleicht bei dem Frachtflughafen gibt. Frankfurt Wien. Was habe ich gesagt? Reykjavik Delhi, ne? Mhm. Oh, da geht das hier noch gar nicht? Ah ne, guck mal, in den ersten Missionen gibt es das noch nicht. Oh, wie dumm. Da hätten wir jetzt genau unsere... Ja. Boah, aber du verbrauchst doch richtig viel jetzt von Reykjavik nach Delhi zu fliegen. Ja, aber es geht ja nur um die Anzahl der Dings. Guck mal, ich guck mal, was hier der Kiosk sagt. Grundschule eröffnet, König Karl hat Verstopfung. Geschäftsmann. Hier, eben hatte ja jemand gesagt, ach, das geht auch noch nicht. Feuerlöscherraum ist in der ersten Mission auch noch nicht drin. Man kann auch noch nicht mal hier zu dem Typen gehen, der Kerosin verkauft. Gut, dann gucken wir nochmal, was die Konkurrenz macht. Weiterhin 5 Aufträge zu 3-3-1. Ich merke, dass es mir echt wahnsinnig schwerfällt, mir zu merken, was hier so drin steht und was wir noch brauchen. Fällt dir jetzt schwer oder fällt dir generell schwer? Fällt mir jetzt schwer. Okay. Ich weiß nicht, wie es früher war. Weil du nebenbei noch erklären und reden musst, das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Wenn du dich nur darauf konzentrierst, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Möglicherweise. Aber guck mal, der hat nämlich auch zum Beispiel hier gar nicht so viel, also macht minus 73.000, aber der Gewinn von dem hier ist halt so hoch, dass das ist sehr groß, auf jeden Fall lohnt. Also dann könnte man am Samstag noch fliegen und am Freitag mit dem Kleinen. Wer kennt nicht den Kerosinstand am Flughafen? Im Flughafen, klar. Ja, nochmal schön, nochmal am Flughafen ein bisschen Kerosin kaufen möchte. Ah nee, da gibt's nichts. Ich mach Feierabend, Max. Schon wieder um 14 Uhr? Ja, eigentlich könnte man auch immer hier klicken und Feierabend machen. Das ist komisch. Boah, Lisa. Ah nee, warte, wir statten noch unsere Flugzeuge aus. Also, auf jeden Fall bessere Sitze, muss sein. Ja, finde ich okay. Jumbo auch. Und ich finde da dieses mit dem Licht auch ganz nett. Es sollte aber reichen. Ja, finde ich auch okay. Hat auch gar nicht so viel gekostet. Hey, ist das jetzt schon upgraded? Mhm. Ja, dann kannst du auch noch ein bisschen was ausgeben, oder? Ja, es war echt nicht so teuer, ne? Aber das hier... Ja, machen wir so vielleicht. Ja, dann sind wir in Mittelklasse. Ja. Mach da das Licht doch auch noch mal ein bisschen schöner. Du hast immer, da ist doch schon wieder kaum was weg. Okay, warte, hier das Licht noch ein bisschen schöner, ja, okay. Kannst du nicht auch mal, komm, mach das Essen auch noch Mittelklasse. Aber das kostet pro Flug. Ja, und wir nehmen mit dem Einflug 300.000 ein und du sagst 3.000 Euro. Okay. Ich will halt einfach nur sparsam bleiben, ne? Aber du hast recht, es geht ja jetzt, hat er das jetzt abgezogen, ja. Da würde ich mich hier richtig gerne so ein bisschen reinkuscheln, kleine Pommes essen. Eine Pommes? Ist okay. Auch geil, dass du so alleine sitzt. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt noch einmal nach Flügen für Freitag und Samstag und wenn dann nichts mehr ist, machen wir Feierabend. Samstag. Ja, ist doof. Freitag.
Okay. Wie heißt das beste Upgrade von Lisa? Das verstehe ich nicht. Das beste Upgrade von dir ist Max Lisa. Danke, niemand. Das ist großartig. Dem stimme ich zu. Ja. Oh Gott, ich schäme mich fast, dass ich das witzig finde. Oh, guck mal. 10 Aufträge. Okay. Und dein Flugzeug ist wieder 100? Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt. Vielleicht heißt das einfach nur, dass wir es schon fertig haben oder so. Falls jemand von euch weiß, was das Ausrufezeichen hier bedeutet. Also, Comey Jones schreibt, ob die neue Flugbegleiterin überhaupt dem Flugzeug zugeteilt ist. Ja, das ist. Ich glaube, das ist automatisch dadurch passiert, dass ich eine andere rausgeschmissen habe. Mm. Ich meine, ich hätte das einmal extra nochmal kontrolliert. Gut, dann gehen wir ins Briefing. Meinen Informationen zufolge haben Sie bis jetzt folgende Aufträge ausgeführt. Oh, wow, was für ein Loser. Ich frage mich halt auch wirklich, ich weiß nicht genau, ob man die Schwierigkeit anders einstellen kann, dass die Konkurrenz auch ein bisschen krasser ist als man selbst. Habe ich jetzt nicht vorher geguckt. Ich weiß nicht genau, wofür wir uns qualifiziert haben, ehrlich gesagt. Aber erstes Missionsziel erreicht. Sehr gut. Hammer. Dann gehen wir in die nächste Kampagne, würde ich sagen. Und spielen Jetzt geht es los. Ja, bevor wir das Werbung machen, machen wir eine Werbung. Ich wollte es gerade sagen. Geil. Guck mal, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, weil vorhin hatte ich die gleiche Situation, es ist sehr peinlich geendet. Aber egal, wir versuchen es einfach. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und sehen uns danach wieder hier mit Airline Tycoon. Geil, bis gleich. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück zum Hangi-Let's Play Airline Tycoon Deluxe. Max sitzt neben mir, wir haben die Tutorial-Mission Ein neuer Job eben erfolgreich erledigt und werden jetzt starten mit der nächsten Kampagne. Aber Max, das Geilste sind die Flugzeuge. Ja. Endet das nicht? Ja, jetzt ist es doch, weg. Ich habe nur gerade noch gesehen, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich glaube, Mr. Freema hat vorhin gefragt, wann wir ins Bett gehen und wann wir aufstehen. Also, ich, mein Wecker klingelt immer um 7.30 Uhr. Ja. Meistens stehe ich dann aber erst so 10 vor 8 auf oder so. Ich muss meistens im Moment zweimal snoosen. Das ändert sich aber, wenn es jetzt morgens ein bisschen früher wieder hell ist. Oh ja. Dann kann ich besser früher aufstehen. Zweimal snoosen, das ist gut. Ja. Mehr Snoozer. Ja? Ja, manchmal muss ich auch mehr snoosen. Und ins Bett gehe ich meistens zwischen 10:30 und 11:30. Ziemlich früh. Oh, 10:30 schon? Mhm, manchmal, wow, ja. Fuck. Ich liebe es einfach, ins Bett zu gehen. Das ist so aber, cool. Aber du schläfst dann schon? Oder bist du dann im ja, Bett? Ja, manchmal kann ich das auf jeden Fall auch, ja. Aber es, dass man so Licht ausmacht, ist meistens eher so 10:45. Und du? Das geht bei mir gar nicht, weil da läuft noch Kitchen Impossible. Auf den Sonntagabend, Kitchen Impossible, das geht glaube ich bis 11:30 oder so. Da kann ich nicht um 10:30. Ja, ich gucke manchmal noch Shopping Queen dann im Bett. So bis 11:30 auch mal. Das geht auch so lange? Nee, das ist immer über TV Now. Ach so. Naja, ich habe 10:30 bis 7:30. 7:30 oder 9:30? Nee, 7:30. Okay. Also, naja, also 7 Stunden, wenn Morning Madness ist, und bis 8, wenn kein Morning Madness ist. Okay. Und dann wäre mir zu wenig. Ja, ich hatte dir ja gesagt, dass ich versucht habe, normalerweise habe ich immer nur 6 Stunden geschlafen. Mhm. Oh Gott. Ich wollte das jetzt. Das könnte ich nie. Ja, ich habe es ein bisschen jetzt versucht zu erhöhen, aber ja, ey Leute, Kitchen Impossible ist die absolut geilste, weil ich kriege hier gerade Zuspruch. Kitchen Impossible ist einfach die geilste fucking Kochsendung, die es gibt. Neben Nerds. Kennst du das Konzept? Nee. Tim Meltzer. Geht er da auch in andere Restaurants? Nee. Oder das ist sind das diese Aufträge? Die Aufträge. Okay. Das ist nicht so dieses klassische, ich gehe in das Restaurant und alles ist scheiße und ich bringe ihnen erstmal Kochen bei, dieses ausgelutschte Konzept. Mhm. Sondern die sitzen halt, also es ist eine Competition im Prinzip, die beiden geben sich jeweils 2 Aufgaben in anderen Ländern. Ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Und das ist so geil. Hat Tim Meltzer da nicht schon mal gebrannt? Was? Hat Tim Meltzer da nicht schon mal gebrannt? Er hat gebrannt? Ja. Weiß ich nicht. Glaub. Ich habe nicht alle Folgen gesehen, okay. Aber jetzt gerade läuft nämlich die neue Staffel. Und das ist so ein geiles Konzept, weil erstens ist einfach, das ist super geil produziert, so viel mit atmosphärischen Bildern und Schnittbildern und sowas. Und dann halt dieses, die müssen es probieren, haben ja kein Rezept, müssen halt nur anhand des, also die kriegen es einmal serviert.
Ach so, und dann müssen sie es nachkochen. Ja, die fotografieren das, schreiben sich Notizen auf, was, okay, was sie schmecken, und müssen am nächsten Tag, einen Tag später, die Zutaten einkaufen, das kochen. Und die Jury ist immer die Leute, die zum Beispiel Stammgäste im Lokal sind oder die das ein Familienrezept von irgendjemandem ist. Und die bewerten halt nicht, wie gut das ist, ja, sondern wie nah das an dem Originalrezept ist. Aber haben sie das Original dann auch gegessen? Oder ist das Originalrezept in dem Lokal sowieso immer auf der Karte? Ja, die Jury besteht aus Leuten, die dieses Originalrezept halt kennen, mega häufig essen. Okay. Ja, okay. Also die so alt damit was verbinden. Ich finde es einfach die mega. Die Leute sagen, ich habe das verwechselt. Tim Mälzer hat bei Duell um die Welt gebracht. Ah ja. Ich habe das aber auch nur gehört, nicht gesehen. Naja. Okay. Das war's? Ja, da war noch irgendeine andere, die ich jetzt gerade vergessen habe, die andere Frage. Aber es ist halt schwierig, dir so eine Frage zu stellen, während du in deinem Kampagnenflow bist. Wenn ich im Tunnel bin. Nee, leider die andere habe ich, weiß ich gerade nicht mehr. Macht nichts. Wenn ich mal früher Feierabend mache, kannst du mir Kann ich dir die Fragen immer stellen. Okay, dann gehen wir weiter in die Kampagne. Ja. Denn jetzt geht es los. Wie immer ist Tina Cortez die Spielerin unserer Wahl. Wir haben 5 Millionen Dollar wieder. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass hier Dollar steht und dass die Flüge in Euro sind. Aber gut. Okay. Aber wird es denn umgerechnet oder wird genau diese Zahl wieder auf unser Konto gepackt? Ich glaube, es wird genau die Zahl. Es geht, glaube ich, nur darum, dass das Zeichen für Geld sein soll. Es geht um die Beförderung von Personen. Wer es zuerst schafft, 2500 Passagiere. Gut, dann können Sie jetzt gehen. Wir sehen uns spätestens morgen früh. Ich weiß nicht genau, das gucken wir jetzt als allererstes natürlich nach, ob wir die Flugzeuge behalten haben. Oh, das ist ja super nervig. Guck mal, die haben noch die gleichen Eigenschaften, aber sind wieder so... Den Namen, ja. Ja, das ist doch doof. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, haben wir eigentlich schon mal jemals gespeichert? Weiß ich nicht. Was war das? 6455. Und Jerry ist 126 3870. Ich habe Tim Mälzer letztens übrigens in der Stadt getroffen. Ja? Ich war sehr starstruck. Gibt es noch andere Leute, bei denen du starstruck wärst? 3870. Ja, Felix Urbauer. Den kenne ich nicht. Kennt kaum jemand. Den habe ich mal am Flughafen getroffen, da war ich auch sehr aufgeregt. Okay. Was macht der? Der war bei Easton 7, das ist so eine Snowboard- Snowboard-Videoproduktionsfirma im Prinzip, weil früher der Ich kann der dir Kamerad- ehrlich gesagt gar nicht mehr zuhören. Okay, oh, Entschuldigung. Macht nichts, ich habe dich ja gefragt, aber ich merke gerade, dass es überhaupt nicht funktioniert. Guck mal, 180 Passagiere, die von Helsinki nach Frankfurt wollen, das nehmen wir auf jeden Fall noch sofort mit. Boah, ich freue mich so drauf, wenn wir einen Laptop kaufen können. Nervt dich das so sehr, da hinzulaufen? Ja. Guck mal, sonst kannst du immer einfach hier unten auf dem Flur stehen und die Flüge eintragen und dann direkt wieder ins Büro gehen. Oh, nee. Frankfurt, Brüssel heute. Das schaffen wir noch. Guck, und jetzt, wo es in der Mission darum geht, möglichst viele Passagiere zu... Kannst du die dicken Flüge machen. Oh, geil, guck mal, schließen. Da, also, wenn, genau, da kann man vor allen Dingen, könnte man da jetzt theoretisch auch schon drüber nachdenken, ein Flugzeug zu kaufen. Naja, nee, kann man nicht kaufen, zu teuer. Aber Frankfurt-Brüssel mit dem Jumbo zu fliegen, wow. Ja, aber es muss nicht, weil die Passagiere so hoch sind. Gut, jetzt brauchen wir für Montag, für ab Montag, viele Flüge. Ah, guck mal, jetzt war der Typ gerade, das nervt natürlich. Dienstag, ja, hier bis Samstag, den nehmen wir mal so mit. 180 am Mittwoch. Was ist heute Sonntag? Shortcuts sind übrigens T ist Air Travel, L ist Last Minute und G ist Globus. Globus? Ich weiß nicht, wofür man den Globus braucht, ehrlich gesagt. Das vielleicht? Ach so, da muss man nicht immer extra ins Büro. Weiß nicht, T, L und G. Also ich mach mal T. Mach mal. Frankfurt, London. Der ist mir zu lang. Tunis, Frankfurt. Oh, hier, zwei Personen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. In anderen Situationen kann das manchmal geil sein, weil es dafür hohe Prämien gibt. Aber jetzt in diesem Fall ist es natürlich völliger Schwachsinn. Moskau, Frankfurt am Dienstag und Frankfurt, London am Montag müssten wir eigentlich auch noch unterkriegen. Ach so, und G für Globus. Alter, geiler Tipp. Ey, ist wirklich, White Drive ist einfach.
Ist einfach ein Crack in dem Spiel. So, und Moskau, Frankfurt. Ist die andere in Moskau? Nee, ne? Warte mal kurz. In Brüssel. Mal gucken. Und Last Minute. Heute schauen wir nicht mehr. Okay, jetzt können wir aber zum Beispiel mal gucken, ob es hier schon die Möglichkeit gibt, Routen zu kaufen, ja. Oh, sind schon einige weg sogar. Berlin, Frankfurt. Frankfurt, Stockholm. Also da ist der tägliche Bedarf deutlich höher. Die Miete kostet 800.000. Hier ist die Miete günstiger. Aber auch weitaus weniger Bedarf. Aber die Frage ist halt, könntest du dann, du musst ja dann ein Flugzeug dafür abstellen, richtig? Ich weiß nicht, wie oft ich die tatsächlich bespielen muss. Aber... Weil dann bei 300 ist ja Jerry schon quasi zweimal am Tag unterwegs, oder nicht? Nee, ist sogar Jumbo zweimal am Tag schon unterwegs. Ja, ich glaube... Schaffst du die 800 überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich da den Bedarf wirklich komplett erfüllen muss oder ob ich das so immer dann einsetze, wenn ich es gerade will. Guck mal, das Doofe ist, wenn es nicht Frankfurt-Berlin auch gibt, dann macht das schon direkt deutlich weniger Sinn, so eine Route zu machen, weil du dann ja immer den Leerflug daneben hast. Ich glaube, das sind die, die es überhaupt im Moment aktuell gibt. Und ich glaube, hier würde stehen, wenn jemand anders schon Routen hätte. Ja, aber das ist doof, wenn du da nicht hin und zurück fliegen kannst. Finde ich so ein bisschen sinnfrei. Nee, dann gehen wir erst nochmal. Ah, guck mal, heute ist Sonntag, da hat der gar nicht geöffnet. Ich hole mir mal kurz das Geld aus der Bank. Falls es da ist. Ja. Und es sind 100.000. Ja, da sind wir gerade auch da. Kannst du das irgendwie pro Kampagne abholen oder pro Zeit? Weil gerade hat auch irgendjemand geschrieben, holt euch mal wieder das Geld ab. Oh, gut. Also frage ich mich, ob das da in dem Zeitintervall immer wieder drin liegt. Das weiß ich nicht mehr. Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall Flüge für Montag für den Jumbo. Dienstag 90, Mittwoch 90. Ist doch doof. Wieso sind das alles nur so wenige? Vor allen Dingen auch keine für Montag. Machen wir bei Last Minute. Heute. Montag. Wien, Zürich. Besser. Ah, und Zürich? Ah, nur für eine Person, das ist so dumm. Und auch heute brauchen wir ja gar nicht. Mal gucken, ob da jetzt direkt wieder einer aufgefüllt wurde. Heute. Bis, ach Mann. Naja, ist ein bisschen schade, das ist gerade eine etwas niedrige Auswahl irgendwie hier. Nehmen wir mal noch Tunis. Ja. Ey, das mit dem G ist natürlich ein Hammer-Tipp gewesen. Ja. Dann braucht man ja wirklich nicht unbedingt einen Laptop. Ich glaube, das wusste ich noch nicht. Die fliegen wir mit der Jerry. Ist ein bisschen müßig, wenn da jetzt halt nichts Neues dazukommt. Mittwoch. Ja, mach Feierabend, ey. Warte, hier ist noch ein Montag. Hier, nee, den nehmen wir noch, ja. Ach, sind alles so kleine. Ja, aber ich mach Feierabend und dann gucken wir mal. Achso, warte, ist das hier noch ein neuer Brief? Nein. Mal gucken, wie die anderen den ersten Tag überstanden haben. Jetzt ist übrigens kein Winter mehr. 720, oh shit. Phoenix Travel hat deutlich mehr. Fuck. Okay, unser Personal ist 91% Flugzeuge, 100. Schönen guten Morgen. Shit. Fangen wir mit meinen ja, ey, Lisa. Achso, okay, Platz 3, naja. Ja, eben. Naja, das holt sich. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Kampagne nicht gewinnt, ehrlich gesagt. Muss man die nochmal spielen wohl? Also du wirst doch wohl jetzt nicht Kampagne Nummer 2 verkacken. Gerade sieht es so aus. Aber wie viele Tage hast du denn noch? So viele, wie ich brauche. Das Ziel ist ja 2500 Passagiere als erstes. Ach, als erstes. Ja. Okay. Top-Zustand. Ihre Flugzeuge sind in ein... Ja, alles klar.
Oh, das frustriert mich jetzt gerade, dass wir so deutlich schlechter sind. Also, wir müssen... Oh, Alter, wir müssen unbedingt für Jumbo heute Flüge holen. Weil die sind alle so weit weg. Stockholm, Frankfurt, 90. Aber die Sache ist doch, Lisa, es geht doch jetzt gar nicht um Profit. Das heißt, mach doch auch Flüge, die dir vielleicht einen Verlust geben, aber dir Passagiere bescheren. Das du hast stimmt. doch genug Money. Und wenn das eh in der nächsten Kampagne wieder resettet wird, kannst du doch drauf scheißen. Das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Guck mal, erstmal hier direkt Brüssel-Helsinki und Dublin-Frankfurt. Ich guck noch mal kurz hier, was diese, ob es hier was Neues gibt. Hat schon jemand einen? Nee. Ja. Also Jumbo braucht Dienstag und Mittwoch und Jerry Mittwoch. Er schnappt mir jetzt wahrscheinlich alle 180 Passagierflüge. Es sind alle 90. Das kann doch nicht sein. Aber was ich jetzt nicht verstehe, du hast doch diese Linie, dieser Linienflug oder diese Route, die du fest hast, mit 500 oder noch was täglichem Bedarf. Da kriegst du ja nochmal einen Taui am Tag oben. Also, ja, soll ich die mal ausprobieren, hier bei ja. Frankfurt? Ich weiß das Geld. Nicht mehr genau. Die ist jetzt hier. Ach so, man hat sogar den Rückflug dann, oder was? Das wusste ich nicht. Ein Glück haben wir das ausprobiert, Max. Ich dachte... Ich bin ja richtige Hilfe hier. Ja, voll. Ich dachte, man müsste jetzt hier... Oh, jetzt packst du die aber so eng, das ist ja schon eine Ryanair-Linie hier. Ja, guck mal, einfach mit dem... Hä, aber ist es nicht sinnvoller, wenn du das andersrum startest? Guck mal, jetzt hast du immer den Leerflug nach... Oh, natürlich. Wenn ich dich nicht hätte und Frankfurt, Berlin brauche ich da auch noch. Okay, und nochmal Berlin, Frankfurt. Ja, Hammer. Dann baller ich den da auch noch mit voll. Ist der gerade in... Geht nicht. Das nervt. Irgendwann muss man sich auch mal noch ein zweites Gate, glaube ich, dazu kaufen, damit man das gut abwickeln kann. Okay, dann können wir ja jetzt einfach immer Feierabend machen. Das ist, voll das ist natürlich ein bisschen sinnlos, aber wo ist der jetzt? Berlin, Frankfurt. Okay, aber jetzt ist die Frage, jetzt ballerst du das so voll. Ist der Bedarf überhaupt so hoch? Was war? Ich habe mir das nicht gemerkt, was der Bedarf war. Ich glaube, der Bedarf war 500 Leute oder sowas. Am Tag oder so. Ja, und in die Jerry... Ach so. Ja. Das heißt, du deckst den Bedarf eigentlich... 1, 2, 3 mal 180. Ja, dann decke ich den eigentlich. Dann muss ich die am Mittwoch wieder rausnehmen hier. Geht das? Oh! Oh nein! Ups. Ich weiß nicht, ob es einen rückgängig gibt. Shit. Ist jetzt nur die Jerry weg oder auch der Jumbo? Nur Jerry. Okay. Hä, ich dachte, ich löte. Na, okay, wow. Wow. Gut, dann gehe ich jetzt schnell nach Hause. Ja, das kann man ja. Naja. Ja, hier, machen wir die nochmal schnell. Ach, das sind die Schreie, glaube ich, die die vorhin die ganze Zeit meinten. Ja, und das hier, dieses Tutgeräusch. Ja, hast du es gehört gerade? Ja. Hä? Ach so, die sind hier. Oh, nee. Die sind alle wieder. Upsi. Guck mal, die waren jetzt wieder in meinen offenen Flügen einfach. Ja, natürlich, weil du sie nicht abwickelst. Ich dachte, die wären einfach verschwunden. Oh, das wird jetzt hier also aber... Was passiert jetzt? Was ist das? Was passiert da? Ja, ich hab... Shish, der muss am... Shish-Schwester. am Dienstag. Oh... Wie kriege ich die denn weg? Der hat jetzt gerade kein Gate, das ist aber okay. Okay, aber. Ach, wickel die einfach ab, selbst wenn die Leute, vielleicht stehen da noch mehr an, als der tägliche Bedarf ist. Vielleicht hast du Glück. Es ist ja eigentlich. Vielleicht ist auch ein Event egal, in Berlin am Wochenende. So. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was daran so schlimm ist, weil es gibt ja eh nicht, weil es ja eh nicht so viele 180er-Flüge gibt.
Also so riesige Langstrecken, aber immer nur so kleine Flugzeuge. Das nenne ich wirklich einfach Ressourcenverschwendung. Ja, hier, so einen noch. Den kann... Wo ist der? Dann gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Mann! Das kann doch nicht sein. Ne, aber du hast aufgeholt. Ja, aber noch nicht so, wie ich wollte. Ich habe hier auch zu viel leer. Frankfurt, Ankara. Ah, das ist noch unausgegoren. Also, ich brauche jetzt viele kleine Flüge. Frankfurt, Ankara für eine kleine Maschine wäre Hammer. Für Dienstag. Frankfurt, London. Nee, das schaffe ich alles nicht. Frankfurt. Ja, machen wir den noch. Der ist bis Montag. Okay, den nehme ich auch noch. Sind wir irgendwo in Zürich einmal? Siehst du da die Abkürzung? Nee, ne? Machen wir den erstmal hier. Sind wir irgendwann in Kairo? Auch nicht. Oh. Ja, also jetzt bist du ein bisschen ins Stocken gekommen. Ja, das ist wahllos, was ich hier jetzt gerade mache. Ah, das gefällt mir gar nicht. Also wir bräuchten Frankfurt-Ankara, Frankfurt-Tunis, Frankfurt-Kairo und Frankfurt-Barcelona und Frankfurt-Zürich. Alter, sollte okay, man ja meinen, das ist der völliger Irrsinn. Das ist die irrsinnigste Airline, die ich je gesehen habe. Upsi. Aber da müsste man doch wenigstens, das müsste man doch finden. Ich gehe nochmal gucken, ob ich was finde. Das sind alle nur nach Frankfurt. Aber guck mal, ein 180-Personen-Flug. Ich mache erstmal Feierabend und gucke, wie sich das ausgeht. Ja, wie entwickelt sich der Markt morgen? Ja. Gucken wir mal. Mal schauen. Aber eben... Yes! Sehr gut. Sich ausgezahlt, oder was? Ich habe auf jeden Fall jetzt... Krass, dein Irrsinn hat sich ausgezahlt. Also das... Ey, come on. Naja, das war jetzt in erster Linie, glaube ich, die Route. Fangen wir mit der meinen Informationen. Also... Okay. Somit führt, beginnen wir mit Sunshine Airways. Das ginge besser, ja, das sehe ich auch so. Sind in einem Top und weiter mit Falcon Lines. Okay, der Rest ist mir egal. Dann mache ich jetzt, dann mache ich hier, obwohl, guck mal, die sind noch nicht mal geflogen, alle. Das Ziel ist locker erreicht. Wenn du jetzt doch, kannst du direkt wieder Feierabend machen. Bis 9 Uhr, 6, 7, kannst du direkt wieder schön feinen Tag machen, entspannen. Deine Airline läuft von alleine. Ja, ich mache hier aber noch ein bisschen den hier auch. Und gucke mal, ob es Donnerstag noch irgendwelche geilen Flüge, geile große Flüge gibt. Ja. Mittwoch, Freitag. Oh. Oh, der ist natürlich eigentlich lukrativ. Hä, 180 Passagiere, auf jeden Fall machen. Ja. Dann Frankfurt, muss ich, Amsterdam. Dann muss ich allerdings hier meine... Die nach da. Der geht frei. Ja. Amsterdam, Frankfurt vielleicht noch. Oh, Frankfurt-London bis Sonntag 180 nehmen wir. Okay. Frankfurt-London. Oh, du kannst deine Route auch bewerben im Marketingbüro, sagt Anteria das. Anteria. Ja, aber das Marketingbüro gibt es, glaube ich, noch nicht. Okay. Ah, okay. Da wird noch gebaut. Genau. Okay. Dann werde ich noch mal jetzt hier bisschen aufstocken mit der... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob wir bis Freitag überhaupt noch spielen. Ich mach mal Feierabend.
Richtige Einstellung, 10.30 Uhr. Oh, mit der Tab-Taste kann ich sogar jederzeit Feierabend machen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Mhm. Man macht sich dann auch mal einen schönen Tag in der Sauna oder sowas. Oh, oh, guck mal, du hast fast erreicht. Ein Flug noch. Sehr gut. Ja, ja, dich kann auch keiner mehr einholen. Nee, ich glaube auch. Du bist masterless overpowered. Und heute haben wir noch den mit 90 und Jumbo fliegt noch 180. Ja, was sollen wir da jetzt noch gut? Ja, 9 Uhr Feierabend, wir machen uns einen schönen Tag. Ja? Können wir auch einen Heli kaufen und dann nochmal schön Sansibar fliegen? Unbedingt, guck mal, ich hab's geschafft. Jetzt auch sogar mit einem deutlichen Vorsprung, hätte ich sogar. Hat sich gelohnt, die Route zu machen, glaube ich. Fangen wir mit der Besprechung an. Guck mal, da war es auch noch so normal, dass geraucht wurde überall, dass das in so einem Set-Design drin steht. Schade, dass das vorbei ist. Wahnsinnig schade. Okay. Infiziert hat sich somit eindeutig. Geil. Sunshine Airways. Den anderen, danke. Ja, eine Mission schaffen wir noch, ne? Vielleicht wird es dann ja beim nächsten Mal etwas. Ja, guck mal, es ist 20 vor und wir haben auch gerade die Info zugespielt gekriegt, dass Dima sich ein bisschen verspätet. Ja. Weil der noch in der Endgegnerproduktion steckt. Und die ist ein bisschen später gestartet. Ja. Deswegen können wir noch ein paar Minuten länger machen. Hammer. Kein Problem für uns. Ich überlege gerade, ob wir noch passend, wann haben wir die letzte Werbung gemacht? Um kurz nach 12. Jetzt ist 20 vor 1. Ja. Weiß nicht, ob es schon eine halbe Stunde her ist, ehrlich gesagt. Ja, wir können ich ja sage noch euch nicht, in welche Sauna ich gehe. Ich hätte die Frage auch nicht vorgelesen. Ich dachte so, was ist das für eine creepy Frage? In welche Sauna gehst du? Ich würde ab jetzt jeden Tag da sein und auf dich warten. Okay, wow. Da würde ich sagen, machen wir eine Werbung. Wundert euch nicht, die wird bestimmt gleich wieder super verzögert sein. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Willkommen zurück. Letzte Stunde Airline Tycoon am heutigen Mittwochvormittag oder Mittag. Ja. Max, wir sind bei der dritten Kampagne von 6 und es erwarten uns erste Probleme. Oh, okay. Die Kampagne, der Kampagnentitel ist der erste Problem, oder was? Ich muss noch kurz warten, bis das Produktplatzieren durch ist. Dann kann ich auch wieder reingehen. Hey, ja, Rudy. Bitte? Voll die Action. Ja, wir spielen Airline Tycoon. Ja. Guckst du vielleicht auch mal Rocket Beans TV? Nein. Das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade, das macht nämlich großen Spaß. Wir sind jetzt gerade in der dritten von 6 Kampagnen. Hammer, ne? Also, wir haben jetzt erst. Hast du schon mal gespielt, Airline Tycoon? Früher mal? Ganz früher. Ganz früher habe ich das mal gespielt. Alter, wie das ist ein Hammerspiel. Ist geil, ne? Mega geil. Ich will nicht nerven, mach doch einfach. Nö, weiter. Wir machen auch einfach weiter. Oh, guck mal. Das erste Problem, was ich jetzt schon antizipiere, ist, wir haben weniger Geld. Oh. Das finde ich natürlich schon mal schwierig. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen müssen. Es gibt erste Probleme. Unsere dritte Aufgabe. Oh. Wir müssen 5 Millionen erwirtschaften. Jetzt weiß ich natürlich aus nicht. Aus eigener Kraft. Ja. Das ist das gemein. Das ist das Schwierige daran. Nicht durch den Verkauf von Flugzeugen. Okay. Mit Gewinn. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir auf 8 Millionen kommen oder müssen wir auf 5 kommen? Musst du 5 erwirtschaften oder musst du auf 5 kommen? Ah, das ist natürlich. Ich würde erstmal sagen, ich würde fast sagen, wir müssen auf 5 kommen. Ja, ich auch. Ja, gut, das Handbuch. Vielleicht weiß Y-Drive weiter. Come on, es nervt doch wirklich, wieso benennen die diese Flugzeuge immer wieder um? Aber guck mal, jetzt haben wir mehr Passagiere. Oh, es ist eine Tupolev, okay. Ist es ein gutes Flugzeug? Mhm. Nein? Okay. Also ich bin nicht so ein. Du, da, 135 also ich bin halt eine kleine Reichweite. Großer Airbus-Fan, weißt du? Verstehe. Alles andere ist für mich Schrott. Ja. Das ist eine Boeing, also damit willst du auch nichts anfangen, nehme ich. Nee, ich würde auch ungern mit einer Boeing fliegen. Okay, aber das ist wieder kleiner. Willst du was sagen? Du kommst so runter. 126. Ja. Ja. Mike Burner hat nur gerade im Chat 3008. gefragt, was Almost Daily Artikel 13 Planung angeht. Ja. Volle Ölle, Alter, boah. Ist ganz, ganz. Wir haben super viele Leute angefragt und kriegen gutes Feedback zurück. Mal gucken. Also für nächste Woche, Mittwoch, ist die Aufzeichnung geplant. Und uns fehlt noch ein politischer Vertreter, aber wir mal gucken halt. Mal schauen. Also es sieht ganz gut aus und vor allem haben wir viele angefragt, die vielleicht jetzt nicht in der ersten Runde dabei sind.
Aber auf jeden Fall bereit sind, in der zweiten Runde dabei zu sein. Willst du schon mal sagen, wer in der ersten Runde dabei ist? Zugesagt haben Robin Blase, Linus Neumann, das ist der Sprecher vom Chaos Computer Club, und Dr. Christopher Borgmann, Medienanwalt. Der Solmecke, mit dem waren wir im Gespräch, aber der hatte gerade so viel zu tun und der wäre nur visuell zugeschaltet. Und wir haben gesagt, dass uns aber das physische Gespräch aktuell auch beim ersten Mal wichtiger aktuell ist. Und mal gucken. Also was jetzt schon klar ist, wir werden auf jeden Fall, wir haben so eine Art Regel ermittelt, und die wird jedes Mal wiederholt, weil ein Gespräch, ein Almost Daily wird nicht ausreichen. So, ne? Wir wollen ja einen echten Dialog irgendwie planen. Was los? Lisa hat voll Probleme gerade. Ja, ich habe ein richtiges Problem. Ja, das sind die echten Probleme. Artikel 13 ist weniger wichtig. Es war ein dummer Gag. Nein, ich bin nicht... Ach, das war richtig dumm. Hast du 5 Millionen ausgegeben gerade? Nein, ich habe mir einen Flug gekauft. Oder ich habe gesagt, ich würde diesen Flug machen. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass der Jumbo jetzt eine geringere Reichweite hat. Ich kann den nicht fliegen. Und die Strafe ist, glaube ich, 1 Million. Das, RIP. RIP. Fuck. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich den jetzt... Oh. Shit. Jetzt müssen wir uns erstmal um wie, das Problem. Wie sehe ich das denn? Das, welche? Ja, ich finde es cool. Ich seh dich viel am Telefon und immer mit den Leuten am Telefonieren. Ja, wollt ihr vorbeikommen? Artikel 13. Ja, das, also mir ist schon wichtig, dass wir auch sinnig, also ich, dass ich auch sinnige Vorgespräche führe. Entschuldige, Lisa, ey. Nee, das ist nicht du bist ein Donner, das ist, ich hab's einfach. Ich hab. Ja, start doch neu, du bist doch gerade angefangen. Es ist schon ein bisschen lame, neu anzufangen. Ja, ich fange doch jetzt nicht einfach neu an. Es ist schon ein bisschen lame, anzufangen. Jetzt müsst ihr halt 6 Millionen erwirtschaften. Oh. Ja, andererseits kann ich das ja wirklich nicht mehr schaffen, ne? Zeitlich oder geldlich? Also ich werde jetzt wahrscheinlich den anderen Leuten, also die anderen werden besser sein als ich, nehme ich an. Fuck, der Jumbo muss jetzt erstmal, ach, das war richtig dumm. Also ich finde nicht, dass es ein Problem ist, ich wollte euch nicht unterbrechen. Gerade wenn du in den ersten 3 Minuten bist, doch scheißegal, ist doch mega dumm, ist ja, jetzt das diesen eh Fehler nicht, ne? Mit sich durchzuschleppen. Ja. Was sagt der Chat? Stimmt. Nee, komm, mach. Reset. Sind die Zuschauer damit einverstanden? Bisher hat das ist mein erstes Let's Play, ne? Ich will jetzt nicht hier... Ah, neben dem Auftrag steht ein I, da steht vieles drin. Das guck ich mal. Restart, respawn. Krashina sagt, zieh durch. Neustart, Restart. 1 Million. Ja, wegen 88 Kilometern. Oh, guck mal, was für ein komplexes Spiel das aber ist. Aber kannst du den Flug nicht machen? Nein, geht's das einfach sind 180 nicht, Passagiere. Und... Vielleicht ich hab kannst gar keine Maschine, die 180. Was? Wieso gerade? Okay, wow. Kann man die Anzahl der Passagiere signifikant, also so viel, kann man die manuell bestimmen? Weil wenn dafür weniger Passagiere. Nee, kann man nicht. Das ist immer ist vorgeschrieben. Ja, okay. Also können Restart ist cheaten. Ja, das Problem ist nur, The Bishy Bosch, dass wir dann jetzt eine Kampagne unendlich lange spielen und sowieso nicht gewinnen würden. Die Sache ist, kannst du nicht Flüge werden immer über oder Riot nicht so lange darüber diskutieren. So. Siehst du hier, guck mal, der Medienprofi, der sagt jetzt hier. Daniel Budiman ist der langjährigste Let's Player in diesem Raum. Er sagt Neustart, also machen wir einen Neustart. Er hat schon Videospiele gespielt, da gab es uns nicht mal. Nee. Angefangen und nicht zu Ende gespielt. Der also, ist immer noch Videospiele gespielt, egal ob du sie zu Ende spielst oder nicht. Damit ist der Beweis erbracht, es sind wirklich nicht nur erste Probleme, sondern es sind richtig gravierende Probleme, die sich hier angehen. Oh wow, jetzt ist der Mob gegen dich. Ja? Oh shit, Lisa, jetzt wie ist der Mob sind 2 Leute. Komm, gammel weh. Na los. Ich wollte sie nur ein bisschen foppen. Ja, ich auch. Also, okay. So, ich gehe wieder arbeiten. Tschüss. Bis später, Budi. Tschüss. Schöne Grüße. Hätte der BER mal rechtzeitig restartet. Ja, denke ich mir auch schon. Wenn ich früher mal gesagt hätten, so, ey, komm, Leute, das ist so ein Flop, lass einfach von vorne anfangen. Ich glaube... Das hätte denen geholfen und viel wäre Geld wahrscheinlich erspart. Günstiger gewesen letztendlich, ja. Okay, jetzt müssen wir noch mal ganz genau aufpassen. Das ist nämlich ein krasser Downgrade. Das ist kein Jumbo mehr. Das ist jetzt 135 Passagiere und nur noch 3000 Reichweite. Und die Halle hat 126. Das ist ja, also die Halle ist jetzt ja sogar fast besser, denn der Unterschied der Passagiere ist marginal. Marginal. Dann sage ich jetzt tatsächlich mal, das ist... Wenn ich das jetzt tausche, werde ich ja für immer wahnsinnig. Jerry Plus. Sorry, aber das kann ich nicht unterstützen. Lisa ist für mich gestorben.
Das ist ein Spaß. Oh Mann, du musst es ein bisschen. Okay, ich lese dir sowas nicht mehr vor, wenn du das nicht einordnen kannst. Was ist denn Jerry Plus? Das ist ein bisschen größer. Ein bisschen besser. Das hat nämlich 3870 Reichweite. Okay. Und Augsburg ist auf jeden Fall Jumbo Minus. Wow. Lisa macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Mit 135, 3000 Reichweite. Das ist. Wie soll man damit arbeiten? Oh, der Ingame-Sound ist noch aus. Danke dir, DJ Crazy. Crazy. DJ Crazy. Ja, okay, dann fliegt der jetzt Frankfurt Rom. Und der fliegt Frankfurt Reykjavik. Kein Geld frei. Mhm. Und jetzt muss ich richtig aufpassen, wenn ich hier irgendwelche Sachen kaufe. Ja. Heute von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Na, die Prämie ist nicht so geil. Frankfurt, was? Ist das nicht identisch? Ja, das ist identisch. Alle heute. Phoenix, Mexiko, Stadt, völliger Schwachsinn. Warschau, Athen. Könnte noch interessant sein. Mit boah, 216 ist doch geil. Ja, den nehme ich, ne? Aber mit dem Jerry Plus. Ja, das ist gut. Dann könnte man noch, naja, Rom, Warschau kriegen wir jetzt eh nicht. Ah, jetzt müssen wir aber natürlich viel stärker darauf achten, dass wir mit Leerflügen auch Minus machen. Kann man jetzt in dem Fall bei 197.000 Euro Gewinn aber verkraften. Die 10.000, die du da Minus machst? Ja. Okay. Okay, ich guck mal, ob es jetzt den Frachtraum auch schon gibt. Nee, wann wird man den denn wohl freimachen? Jumbo braucht am Freitag, der kleinere Jumbo braucht am Freitag auf jeden Fall noch Flüge. Heute, 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 heute. Oh, da war aber ein... Na, nee, heute kriegen wir nichts mehr unter. Sonntag, Freitag. London, Frankfurt am Freitag. Ah. Aber guck mal, jetzt ist nämlich zum Beispiel gut. Zwei Passagiere, aber eine hohe Prämie. Finde ich okay. Ja. Ja. Kann man machen. Ist zwar nicht so gut für die Umwelt, aber... Ich weiß. Das blende ich hier wirklich gerade die ganze Zeit aus. Aber ich finde es ja auch spannend, denn du achtest ja in deinem... ich will dich nicht ablenken. Nachher machst du gleich wieder einen Fehler. Ich für Jumbo. Ich brauche einen Flug aus Reykjavik. Aber nicht. Frankfurt, München. Oh, die sind alle so. Ja, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Okay. Ich brauche. Was ist heute Donnerstag? Ich brauche für Freitag mehr Flüge. Freitag, Oslo, Frankfurt. Sonntag, Freitag. Ja, das bringt doch alle nichts. Das ist doch, ja, doch Pipi-Kram. Aber hier, den nehmen wir. 40.000? Was willst du mit Läppchen 40.000? Ja, guck mal, die anderen haben alle den hier, müssen wir noch nehmen. Und den. Mann, Jumbo ist überhaupt nicht ausgelastet. Oh, hier übrigens ein paar Tipps. Linie fliegen könnte dir vielleicht helfen. Ja. Und im Flughafen, im Büro des Flughafendirektors kannst du Niederlassungen kaufen. Vielleicht macht das auch Sinn, wenn du zwischen deinen Niederlassungen pendelst. Stimmt. Das kann man hier erstmal die Postkarte einsacken. Danke. Niederlassung auch. Stockholm für 5.000. Das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warte, gibt es Stockholm als Route? Frankfurt-Stockholm. Ja, komm. Wir kaufen Frankfurt-Stockholm als Route. 11.000, warte mal. 11.666 Euro Miete pro Tag. Jetzt weiß ich natürlich aber nicht, wie viel ich damit einnehme. Ja, ey, mit zwei Flügen wirst du auf jeden Fall mehr als 11.600 einnehmen. Okay. Hey, no risk, no fun. Ja, das stimmt. Und dann... Aber brauche ich dann die Niederlassung in Stockholm, wenn ich eh mal hin und zurück fliegen kann? Das lasse ich erstmal noch.
Guck mal, ich mache jetzt hier den Jumbo voll mit Frankfurt. Wie viel kostet? Boah, minus 63 Reykjavik Frankfurt. Ich gehe schnell zu Last Minute nochmal. Das ist nix. Fuck. Das war gar nicht mal so klug, den zu kaufen. Kein Gate frei. Ich weiß gar nicht, ob man die... Vielleicht weiß die Person, die mir das gerade geraten hat, Linie zu fliegen, ob man die Linien auch wieder verkaufen kann. Ja. Pass auf, die Person hieß Nilebus oder Nilebus. Okay. Vielleicht weiß... Wenn du das gleich nochmal beantworten könntest, wäre es cool. Aber warum willst du sie verkaufen? Naja, nur falls ich jetzt feststelle, dass sich das gar nicht so rechnet, wie ich denke. Dann will ich ja nicht noch die auf der Miete sitzen bleiben, weißt du? Hast du jetzt gerade wirklich gesagt, hier ist von Minato B ein Zitat von dir, 5000 Euro, dann lasse ich das lieber noch? Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Ja. Du hast jetzt wegen 5000 Euro von deinen 3 Millionen nicht diese Niederlassung ernsthaft jetzt, Lisa? Naja, aber wozu brauche ich die Niederlassung, wenn ich die Route hin und zurück fliegen kann? Also Niederlassung bedeutet, dass man da anrufen kann und dann sagen kann, welche Flüge kann ich... Ach so. Ja doch, das ergibt Sinn. Guck mal, ist gut, wenn man sich das mal ein bisschen auch wieder dann vor Augen führt, ja. Ja, und Nilebus sagt, ob Fu kann er oder sie nicht beantworten, ist schon so lange her. Hm. Ich weiß gar nicht genau, ob ich die jetzt schon habe. Jetzt kann ich meine Niederlassung an... Nee. Ich glaube, ich habe da jetzt nur drauf geboten und kriege die erst demnächst oder sowas. Weiß ich nicht genau. Okay, ich brauche noch ein paar Flüge für Jerry. Super gut wäre Frankfurt-Oslo und Madrid-Frankfurt ist auch gut. Oh, guck mal, Frankfurt, nee. Stockholm-Frankfurt sollte ich jetzt einfach immer einsacken, weil ich ja den Gegenflug habe mit meiner Route. Frankfurt-Wien, Frankfurt-Reykjavik am Freitag. Ja, es bringt auch viel, das ist gut. Route. Oh, immer dieses Gate-Problem, ne? So. Stockholm, Frankfurt bis Samstag. Den baller ich dann einfach. Aber nochmal, hast du denn überhaupt so viel Nachfrage? Du hast wieder das so völlig vollgebummert da. Ach so. Bedienst du nicht wieder viel zu viel? Hm. Ja. Ah, und mit Aktien kann man auch noch ein paar hunderttausend kriegen. Oh, und ich habe mir noch gar nicht das Geld aus der Bank geholt. Aber da stand ja aus eigenen Mitteln erwirtschaften. Oh nee, es ist auch gar nicht da. Naja, aus eigenen Mitteln insofern, als dass man keine... Nicht Geld in den Mülleimer findet. Das weiß ich nicht. Ja, okay. Ich weiß es noch gar nicht genau, wie viel mir das bringt mit den Flügen, also mit der Route. Kannst du mittlerweile die Routen auch bewerben oder ist das Marketingbüro noch nicht da? Das muss ich einmal kurz nachgucken. Nee, ist immer noch nicht da. Okay, da muss ich nochmal schauen. Also ihr sagt, das ist vielleicht... Ach, guck mal, hier sieht man... Nee, ich weiß noch gar nicht, wie viel mir die bringt. Wir lernen in diesem Spiel mehr über Lisa und wie sie mit Geld umgeht, als über Airlines und Tycoons. Ja, Lisa ist sehr, ein sehr sparsamer Mensch. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Lieber keine 5000 Euro in so eine Niederlassung investieren, sage ich da. Warum? Ja, ich habe da doch drauf geboten. Wobei ich es jetzt immer noch nicht raffe, ob ich die habe oder nicht. Oh, ich habe Hunger. Okay, ich mache mal Feierabend. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles so ausgeht. Falcon Lines ist immer ziemlich... Alter, okay, wir sind Dritte schon wieder. Mann. Ja, aber auch nicht groß abgeschlagen. Aber unser Gewinn am gestrigen Tage war 315.000 Euro. Da haben wir schon wieder irgendwas von ausgegeben, wenn sonst müssten wir ja diese... Was haben wir denn ausgegeben? Achso, die Leerflüge oder so? Hä? Ja, die Leerflüge zum Beispiel. Die Niederlassung. Ja, vielleicht haben wir die jetzt. Aber die hat eine 5000 gekostet, also. Puh.
American Lines. Mit Sunshine Airways. Ihre Fluglinie ist normal. Normal. Ihre Flugzeuge sind in einem... Und weiter mit... Ihre Flugzeuge sind als nächstes zu... Ihre Flugzeug und zuletzt der Zustand... Okay. Ich überlege, ob ich einmal kurz... Also erstmal gucke ich natürlich hier. Kann man hier jetzt schon... Guck mal da. Oh, guck mal. Frankfurt-Stockholm macht ein Minus. Ja, weil du es voll geballert hast. Ja, das ist der allererste Flug. Nee, der zweite Flug. Shit. Wir haben 78... Hm? Ich verstehe jetzt nicht genau, was der Strich da heißt. 78 von 0? Oder 0 von 78, was sehr dumm wäre. Ja, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so... Hm. Ich mache die hier vielleicht mal weg. Oder sollte ich die vielleicht einfach noch ein bisschen selten... Das muss ich erst rumsprechen. Ist der sicher? Dass ich eine Route fliege? Ja. Achso, Economy Schrägstrich First Class ist der Schrägstrich. 78 ah. Tickets hast du Economy. Okay. Ihr könnt auch noch Frachtflüge nehmen, damit kann man Leerflüge zum Teil ersetzen. Ja, das, aber die das wissen wir, aber das haben wir von. Haben wir, hä? Ich kann noch nicht zum Nach. Zum Achso, Frachtflug. Bist du sicher? Vielleicht ist er jetzt da. Ich guck's gleich nochmal nach, aber ich glaube nicht. Und ohne Image sind Routen nicht lukrativ. Okay. Das ist natürlich problematisch. Kann ich die dann löschen? Und ja, Nalbas sagt nochmal, das werden mit der Zeit mehr Passagiere auf deinen Routen. Das muss ich erst drum sprechen, scheint tatsächlich eine gesicherte Information okay. zu sein. Die Nachfrage ist ja auch da. Es ist nicht so, dass die gar nicht... Okay, dann kündige ich die noch nicht. Na gut, aber ich guck mal, dass ich ein bisschen lukrativere flüge. Madrid-Frankfurt wäre geil. Und für Jumbo... Morgen. Mal gucken, was Last Minute sagt. Heute. Heute. Was ist heute Freitag? Samstag. Helsinki, Kiew. Guck mal, das ist nicht so weit weg. Die Prämie ist recht okay. Heute Stockholm, Frankfurt. Warte mal, da kann ich doch bestimmt eine Route ersetzen. Ja. Hier hin. Und die Route weg. Hä? Verstehe ich nicht, was sie hier sagt. Aber damit machen wir auf jeden Fall Gewinn. Das ist gut. Boah, dass das Minus macht, nervt mich richtig. Okay, also Jumbo braucht für Samstag weitere Flüge. Jerry auch. Schön, wie du dich so emotional in ein Spiel involvieren kannst. Mm. 77 ist ganz gut. Oh. Oh, guck mal. Ich habe kein Flugzeug für 180 Passagiere. Hm. Moskau, Frankfurt am Montag, ja? Vorhin hat jemand gesagt, wenn du mehr Fracht hast, als dein Flugzeug tragen kann, kannst du zweimal fliegen. Könntest du nicht die 180 mit beiden deiner Flugzeuge bedienen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich traue mich jetzt nicht schon wieder einzukaufen, okay. Weil das ja, ist ja, sehr stimmt, wohl. Du hast recht, besser nicht. Macht denn Minus? Oh. Scheiße. Ich muss unbedingt was an meinen Ausgaben ändern. Herr Hage. Hallo, Chef. Zeigen Sie mir. Durchschnittsgehalt 8.200 Euro für einen durchschnittlichen Piloten. Mäßig talentierten Piloten für 6.100. Reduzieren. Alter, 12.000? Ich werde Pilot, Digga. Okay, was sagen die Bewerber für die Piloten? Ein Durchschnittspilot für 5.400, 10.000. Die Kosten entstehen fast nur durch den Sprit. Ach so. Dann könnte ich natürlich gleich mal gucken, was die Kerosinpreise sagen. 7.400 für einen durchschnittlichen Piloten. Soll ich den... Ja, ich kann mir das mal so schlecht merken. Soll ich mir was aufschreiben, Lisa? Soll ich noch... Ich mache dir jetzt zeitlich auch noch ein bisschen Druck. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es ist kurz nach eins. Ja.
Und Dima kann jede Sekunde hier reinplatzen. Was bedeutet das? Ich gucke jetzt noch einmal, was mein... Oh Gott. Puh, ist echt eine Herausforderung, sage ich dir. Ich brauche. Aber du musst auch mit Druck umgehen können. Ich weiß, als Geschäftsführerin einer Airline ist das elementar. Aber ich mache hier fast nur Mina, wobei Jerry ist okay ausgelastet. Jumbo ist einfach echt ein Kackflugzeug. Samstag, Frankfurt, Tunis. Frankfurt, oh, krass. Lanzarote, kann ich nicht fliegen. Kiew, Frankfurt, Kairo, Frankfurt. Der Vorschlag ist 22 Jahre und 7.500 Monatsbrutto. Ja, nee, ist klar, kürzt doch einfach sein Gehalt. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob uns das so viel weiterbringt, wenn wir ihm da irgendwie einen Taui wegnehmen. Glaube ich nicht, dass uns das lukrativ macht. Als Arbeitgeber? Oder was meinst du? Nee, ob uns das, dass die Flüge lukrativ machen, wenn wir da irgendwo einen Taui sparen, wenn wir minus 25.000 machen. Dann brauchen wir dann auch sein Gehalt nicht kürzen. Das stimmt. Fliegt der hier irgendwann mal Madrid, Lanzarote, Reykjavik, Frankfurt, Tunis, Moskau? Boah, das ist ein schwieriges Spiel, Max, sag's dir. Ganz ehrlich. Oh, guck mal, ein Gewinn von 520 Euro. Geil, du bist lukrativ. Ja, aber minus von 24.000 für den Lehrflug. War ein Spaß, es war eine Ermutigung. Es war eine Motivation meinerseits. Also das ergibt gar keinen Sinn. Aber du bist doch Crack in dem Spiel. Was ist denn jetzt das Problem? Warum sind deine Flüge denn nicht lukrativ? Weil ich so viele... Warum der jetzt nicht lukrativ ist, weiß ich auch nicht. So, du kriegst eine Prämie von 42.000 und hast Ausgaben von 56.000. Ja. Aber ich weiß nicht, warum die Ausgaben so hoch sind. Das kann ich dir nicht... Ihr müsst noch länger machen, schreibt Paul. Oh. Puh, okay. Muss gleich mal was essen. Das ist richtig. Nee, Dima sitzt in der Endgegnerproduktion. Und deswegen kommt er ein bisschen spät. Ich mach's mal so. Jerry. Ah, und Eddie ist heute leider abwesend. Von daher fällt Monsterboy um 15 Uhr aus und wird durch irgendwas ersetzt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Achso, okay. Gibt's da schon einen Plan? Ich guck mal nebenbei. Ja, kümmer du dich mal bitte um deine Bilanz, ja? Ja. Kann nicht sein, dass du dich jetzt hier ablenken lässt. Ich bräuchte mal einen Flug aus Tunis nach Frankfurt. Wieso sind die immer alle in Lanzarote? Es kann keiner fliegen. Frankfurt, Berlin. Berlin, Frankfurt. Ah, guck mal. Am Samstag. Heute ist Freitag. Warte. Kann ich das morgen noch unterbringen? Wann war denn Monsterboy? Um 15 Uhr. Ja, kann ich. Da kommt jetzt Game Talk zur Nintendo Direct. Ach so, genau. Ich glaube, Wirt geht dann live. Wirt und Olli. Geil. Oh, keine Strafe. Den nehme ich. Paris, Frankfurt. Kann ich nicht fliegen. Man sieht übrigens, wenn man die nicht fliegen kann, weil die beiden Flugzeuge sind hier grau. Ja. Da habe ich halt eben überhaupt nicht drauf geachtet. Dann kann man die Strecke gar nicht bedienen. Lanzarote, Frankfurt. Ich verstehe nicht, wieso sind hier jetzt nur für morgen Flüge. Das ist alles so... Ah, scheiße, der ist in Tunis. Oh, oh. Drück mal auf das Dollar neben der Uhr. Hey, ich hab den Schalter in Stockholm schon. Oh, fuck, Lisa. Oh. Kontostand... Hä? Ja, ist dein Konto. Warte, ich muss, erstmal hier die Flüge planen. Fuck, kein Geld frei? Also, das hier ist schon mal richtig dumm. Ich kann ja jetzt nicht... Naja, wobei doch, da kann ich schon. Aber Tunis, Berlin... Och, wieso macht der denn jetzt Minus? Ich verstehe das nicht. Scheiße, ich darf nicht so günstige Flüge nehmen, Max. Ja, du bist halt eine Premium-Airline und kein... Ja,
Kannst du nicht irgendwas machen, was deine Kosten senkt? Günstiger Sprit einkaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Troll ist von White Ralph, aber er sagt jetzt auf das Firmenlogo klicken. Ich weiß nicht, ob dir das gerade weiterhilft. Auf das Firmenlogo? Ja, hier vielleicht auf die. Ist das dein Firmenlogo? Also hier sehe ich ja meine Ausgaben. Das stimmt. Ich gebe wahnsinnig viel Geld für Kerosin aus. Wieso gibt Honey Airlines so viel weniger Geld für Kerosin aus? Boah, voll das krasse Minus. Ich hab mit Aufträgen. Ich guck mal. Aber guck mal, du darfst nicht vergessen, hier, wer ist das? Honey Airlines. Mhm. Die haben auch viel weniger. Mario Zucchero. Und guck mal, du bist ja gar nicht so schlecht. Guck mal, du bist nur 17.000 hinter dem zweiten. Aber guck mal, der erste. Ja, das sind nur 70.000. Aber womit macht er das? Also, der hat Aufträge deutlich mehr ausgeführt. Ich weiß nicht, ob die Route mir so gut tut. Guck mal, was für eine hohe Miete ich habe. Ich weiß nicht, ob die Route mir so gut tut. Ich habe dadurch richtig hohe Mieten. Ich bestelle die wieder ab. Wo war das nochmal hier? Nee. Ja, okay. Okay, ich bestelle die morgen ab. Oder habe ich die jetzt? Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mir einmal sagen, wo ich meine Niederlassungen nachgucken kann? Das wäre cool. Also ich kann da jetzt halt theoretisch, glaube ich. Ah, guck mal, jetzt habe ich. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Schön, Zeit verplempern. Guck mal, da war Klimawandel noch kein Thema. Da war es zu kalt für die Jahreszeit. Okay. Ich würde gerne wissen, was es bei Ihnen für Auftragsflüge gibt. Mhm. Oh, guck mal, das sind Frachtflüge tatsächlich. Ah, sie hat gespeichert, das ist gut. Oslo, Stockholm. Was mit Frankfurt, Stockholm? Wo ist der? Da, okay, geil. Alter! Aber ich weiß nicht, ob wir 100 Tonnen... Ja, aber das meinte ja gerade jemand, du kannst da mehrfach fliegen. Ach so, bei Frachtflügen? Also das hat vorhin jemand geschrieben. Samstag bin ich schon voll. Ja, aber der ist so lukrativ, Lisa. Das stimmt. Und du hast keinen Leerflug nach irgendwo hin. Vielleicht kannst du zurück nach Stockholm... Nimm Stockholm-Paris und vielleicht kriegst du nach Paris-Frankfurt hin. Okay, warte. Also, Frankfurt-Stockholm. Wir machen das jetzt einfach riesig. Die Strafe ist ja auch läppsch. Ja. Und was soll ich noch machen? Dann nimmst du Stockholm-Paris. Auch morgen. Ich weiß nicht, wie ich das morgen alles noch unterbringen soll, Max. Okay, schade, aber vielleicht könntest du dann von Paris irgendwie nach... In einer halben Stunde ist Feierabend, ich muss jetzt unbedingt hier noch diesen... Oh, shit. Fuck. Okay, ich glaube, ich kann keine 100 Tonnen. Das hat vorhin jemand geschrieben, wirklich. Aber ich sehe den jetzt hier auch gar nicht mehr. Habe ich den nicht gekauft? Eigentlich müsste ich ja, wenn ich offene Flüge noch hätte, die hier sehen. Ach nee, Fracht ist hier. Gut, go. 10 Minuten hast du noch. 47.000 Gewinn, 9.000 minus, 17.000 minus. Ja, okay, ist ganz gut. Stockholm, soll ich da jetzt noch die Route einmal reinsetzen? Stockholm, Frankfurt. Hammer! Guck mal, ich habe einen Leerflug. Geil. Mega. Ach, so, ich habe einen richtig schlechten Gewinn. Oh, wie haben die das denn jetzt geschafft? What? Ah. What? Ich dachte gerade, guck mal, du hast jetzt nämlich den... Okay. Okay, du hast nur 16 von den 100 Tonnen transportiert. Was? Ja, scheinbar schon. Verkackt. Wir klatschen ein und verkacken's. 16 von 100. Ja, vielleicht hättest du ihn wirklich. Oh, das sind so viele Parameter, die man da überlegen muss. Puh. Ich weiß nicht, wie ich das früher. Als Kind überhaupt nicht gesehen habe. Das war, glaube ich, pures Glück. Das wäre auch ein Spiel gewesen, was ich sofort weggeworfen hätte, wenn ich es nicht. Aber ich habe früher auf jeden Fall nie irgendwelche Frachtflüge gemacht. Okay. Und hast du nicht gerade noch gesagt, wie es mit dem Schwierigkeitsgrad aussieht? Ja, habe ich. Ich frage mich halt wirklich, wenn ich das Spiel jetzt ohne dich spielen will, das würde mich so frustrieren. Weil du schaffst es ja nicht mal, obwohl du ungefähr weißt, wo du was kriegst und wie die Logiken ist.
wie die Logik ist. Ja, aber ich, also ich habe jetzt auch, vielleicht habe ich das früher auch super oft einfach nur im freien Spiel gespielt. Meine Fluglinie heißt Sunshine Airwaves, Thesaurus Rex. Ja, oben links sind wir, die blaue. Hier, krass. Das ist ein richtiger Downer jetzt. Schönen guten Morgen. Fangen wir mit der Besprechung an. So wie ich das sehe, haben Sie bisher folgende Gewinne oder Verluste erzielt. Ah, unangenehm. Aber, oh Gott, okay, krass. Wie hat der denn... Ach so, warte mal. Der hat eine knappe Million gemacht. Ich dachte, wir hätten schon verloren. Aber der ist, der führt nur sehr bei, ja, bei, genau. Sind in einem sehr guten Zustand. So ist man mit Falcon Line. Aber, okay, wie kriege ich das jetzt hin, eine Konkurrenzanalyse zu machen, um zu sehen, woher der... Das war hier, ne? Womit nimmt der so scheiß viel Geld ein? Einfach nur mit den Aufträgen. Weiß jemand von euch, wo ich sehen kann, was die für Aufträge fliegen? Das wäre gut. Ich muss meine scheiß Mieten loswerden. Oh. Dann streich doch die Routen raus. Ja, das geht nicht. Der fliegt dir immer noch. Ja, aber hä? Du kannst ihn doch einfach dispatch, kannst ihn einfach wegnehmen. Aber das verstehe ich auch nicht. Jerry fliegt die doch. Oh, hä? Wieso sind die hier? Weg damit. Weg damit. Oh, come on. Der fliegt die doch jetzt noch dieses eine Mal, oder bin ich blöd? Ja, okay. Gut, dann warten wir noch bis 12 Uhr und dann wird die sofort gekündigt. Hä? Aber die Miete waren doch nur 11.000 am Tag. Ja, aber irgendwas an meiner Miete ist arschteuer. Ich weiß nicht genau, was. Ich krieg's nicht hin, diese Fracht da jetzt noch unterzubringen. Und die musst du heute machen, oder? Ja, was? Ist heute. Aber die Strafe war ja nur 20.000. Ja. Sagst du. So. Okay, Sonntag für den Jumbo und Montag für Jerry. Bis Donnerstag habe ich keine Kapazitäten für. Hä, aber da war doch jetzt gerade aber wieder Platz. Kannst du noch mal bitte nach der Fracht gucken? Bist du sicher, dass du die heute fertig machen musst? Ja. Weil da, achso, okay, verstehe. Gut. Das nämlich, da war das nicht ausgegraut. Ach, das ist ja alles unerquicklich hier. Frankfurt-Kairo für 110, das könnte ganz interessant sein. Frankfurt-Wien. Ja, den sollte ich auch machen am Dienstag und Frankfurt-Kairo. Wenn noch irgendwer von euch eine Idee hat, wie wir Geld sparen können, bitte unbedingt in den Chat schreiben. Oh shit, wir hätten LAX als Flughafen nehmen sollen. Warum? Joe schreibt, aus Lisa und Max kann man LAX machen. Shit, das wäre unser Flughafen gewesen. Das stimmt. Jetzt lass dich nicht von mir ablenken. Mach ja, weiter okay. Rein. Also, ich brauche für Montag Flüge. Und für Sonntag. Alter, ich bin so unausgelastet. Das ist... Und Last Minute hat zu? Am Samstag ist geschlossen. Fuck. Okay. Also, ich brauche für Sonntag Flüge für den Jumbo. Jetzt schnappt der mir hier wieder alle Flüge weg. Bis Donnerstag. Ah, kann ich nicht fliegen. Kann ich nicht fliegen. Kann ich nicht fliegen. Kann ich nicht fliegen. Ach, bringt nichts. Ja, den kann ich. Ach, guck mal, wieso macht. Max. Was denn? Ein Flug, der in Frankfurt startet, der noch keinen Leerflug vor sich hat. Wieso der macht der Minus? Wieso macht der Minus? Das verstehe ich wirklich nicht. Es kann doch nicht nur das Kerosin sein. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob man das günstiger einkaufen kann. Salam alaikum. Was kann er für mich tun? Was können Sie für mich tun? Wir beliefern Sie auch mit Kerosin und Lagertanks. Okay, wie sieht's aus dem, auf dem Kerosinmarkt aus? Das extra gute Kerosin mit Mega Ultra kostet etwas mehr pro Barrel. Das normale ist schon etwas preiswerter. Das billige, was Ihre Triebwerke kaputt macht, kostet am wenigsten.
Sollen wir das billige Kerosin, was unsere Triebwerke kaputt macht? Ja, also ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Diesen Namen, tut mir leid. Antariadas sagt, nehmt den Billigsprit, den Azubi-Techniker, für die Leerflüge in Europa dann Frachtaufträge aus der Niederlassung und sonst innerhalb Europas nur mit der kleinen Maschine fliegen. Ich glaube, jetzt ist gerade, wie gerade eben auch, so Hauptsache viele Passagiere, geht es jetzt eigentlich darum, glaube ich, so billig wie möglich zu fliegen. Okay. Scheiß auf, billigste Nebenflugzeuge werden doch resettet, ja. Okay. Ich möchte... Hallo. Hallo. Ach, Dima ist jetzt fertig, ja? Okay. Kein Problem. Was kann ich sonst noch für Sie tun? Okay, ciao. Alles klar. Dann werde ich jetzt noch den billigsten Techniker engagieren. Und dann ist Dima gleich dran. Naja, ich meine, wir sind jetzt so weit weg von dem Ziel. Ja, wir können ja speichern. Ah ja, okay. Oder? Ja. Bitte reparieren Sie meine Flugzeuge wie folgt. Ach so, nee. Schließen. Ich wüsste gerne... Sekunde. Ah nee, da muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, dann speichern wir. Ja. Dann spielen wir es nächste Woche oder so weiter oder wann auch immer es passt. Wow. Okay. Ich bin gespannt. Es waren die ersten beiden Missionen verhältnismäßig leicht. Da hatten wir einen kleinen Höhenflug, würde ich mal so sagen. Hey. Jetzt sind wir auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen. Und müssen erstmal schauen, wie das so weitergeht. Ich gucke noch einmal hier zum guten Schluss darauf, wie wir gerade so stehen im Vergleich zu unserer Konkurrenz. Auch wenn auch das jeweils 1 Euro kostet. Oh. Es kostet 1 Euro, die Konkurrenz anzugucken? Mhm. Wow. Okay, ich weiß nicht, wie wir diese Mission jemals erfolgreich bestehen sollen. Wahrscheinlich werde ich mir da jetzt erstmal noch ein paar andere Let's Plays zu angucken. Oder, wenn ihr Ideen habt, wie man da besser werden kann, könnt ihr das auch gerne im Forum mit mir teilen. Ja. Ich würde da reingucken. Im Forum auf Rocket Beans TV. Vielleicht gibt es da noch ein paar Ideen. Ich beende das Spiel jetzt erstmal. Bin mir sicher, dass ich das machen möchte. Jetzt ist es abgestürzt, das war eben auch schon der Fall. Gehen wir auf unseren Aber hast Groß. Du gespeichert? Ich hoffe. Ja, Beim Speichern ist es abgestürzt? Nee, ich habe davor, als ich das Spiel beenden wollte, ist es abgestürzt. Okay, wir gucken einfach, dass wir das bald weiterspielen können. Ja, genau. Sofern es euch gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, jetzt auch mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr entspannt. Ja. Also ich war nicht so involviert in das Spiel, aber trotzdem war es sehr, sehr entspannt. Ja, allein durch die Mucke. Vielleicht müssen wir uns die fürs im Büro arbeiten im Hintergrund auch machen. Ja, vielleicht nervt es irgendwann auch. So, es geht auf jeden Fall weiter mit Dima, der jetzt noch ein bisschen die die Games aus dem Mini-Beans-Jam zockt. Und danach, das macht er bis 2:30, gibt es einen Game-Talk mit Wirt und Olli zur Nintendo Direct. Und danach startet der Tag, so wie er geplant war. Ganz genau. Ab 16 Uhr. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm. Schön, dass ihr dabei wart. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald. Tschüss.